Moin Moin Kratokiane und jetzt willkommen zu unserem Clausewitz-Special, Hardcore-Special, wie ich es immer so schön nenne. Ob die Runden Hardcore werden, weiß ich nicht. Der Matchmaker ist ja eigentlich gerade mit uns. H9er zum Wegklatschen in Hannover bei den Gegnern. Wir haben die Satsuma. Die Idee technisch geht auch. U-Boot ist halt dabei, kann es nicht verhindern. Und mit dabei Deathrave und der Erkus. Mal gucken. For liberty and justice. Oh yeah, ich höre die so gerne. Mal gucken, was wir mit unserer Clausewitz hier so reißen können. Das Review-Video habt ihr hoffentlich schon gesehen, da bin ich auf die Stadt nochmal eingegangen. Da haben wir uns alles angeguckt. Im Endeffekt war es einfach bloß eine T11 Hindenburg mit leicht besseren Stats. Und das war's. Mehr Unterschied gibt's nicht. Highlight hier eigentlich bei dem Schiff ist die Deckspanzerung von 50 mm. Da hatte die Hindenburg irgendwas mit 30, 32, irgendwie so, schieß mich tot. Das ist ein Unterschied. Aber bei den riesigen Aufbauten fällt es gar nicht so wirklich auf. Im Großen und Ganzen aber tatsächlich T11 Hindenburg mit leicht besseren Stats. Yeah! Wow, Eskalation! Da würde ich im Auktionshaus ja 150 Millionen für bieten. Also wenn ich mal so frech bin. Nein, würde ich nicht. Macht's nicht. Im Dezember-Update könnt ihr sie euch auch einfach denn erkaufen. Sag mal, was wird das hier? Warum machen wir hier einen vollen Lemming-Train? Ah, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich hab überhaupt nicht aufgepasst. Das ist gar nicht gut. Ich hätte hier eigentlich hinterstehen bleiben können bei der Insel. Na, in Bewegung bleiben. Komm. So, DD, U-Boot, irgendeiner. Österreicher, da kommt auch noch her. Das wäre schön, wenn die da drüben bleiben. Ich glaube, ich drehe gleich mal um. Ich habe eh noch Reichweite hier für alles. Ich drehe mal um. Das ist ja völliger Müll, was unser Team hier macht. Mit mir eingeschlossen. Ich habe nicht aufgepasst. Wird mir zunächst die Edgar und Patri holen. Ja, das kannst du auch machen. Die sind ja nun demnächst auch freigegeben. Die kannst du ja auch ganz normal dann kaufen. Auf die anderen muss wir dann ewig lange warten. Und wie gesagt, im Auktionshaus wirklich bloß, wenn ihr da hunderte Millionen habt, mein Gott, dann macht doch. Ballert weg eure Millionen. So viele Schiffe kommen gar nicht mehr, dass ihr da nochmal irgendwie miese machen könnt. Aber für alle anderen, die mühselig oder das vielleicht sogar zusammenkaufen müssten für echt Geld im Premium-Shop, nee, macht nicht. Das lohnt sich nicht. Dö, Preußen da hinten. Oh, mal ein bisschen Preußen beschießen. Bom, 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 bom. Quer über die Karte. Bom, 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 bom. Muss ich aber mal Hydro zünden. Mein B wird auch schon gekappt. Nicht ein DD fährt hier irgendwo rein. Ist ja verrückt. Es ist ja verrückt. Nicht einer, der irgendwie einen Cap mal berührt. Das kann doch gar nicht sein. Alvaro de Bazan da drüben. Cruiser spotted. Geil, nicht durchschlagen. Das sind Preußen, hallo. Kann der mal brennwichsen? Wenn ich von da jetzt nicht kriege, ist alles schick. 900 ist ja heftig. Battleship in the distance. Komm schon, ich wollte eigentlich nur fix abfackeln, dann kann ich hier rein theoretisch auch mit AP arbeiten. So kacke, dafür ist der Winkel gar nicht. Okay, 13 Treffer, kein Abfackler auf eine Preußen. Okay. Noch mehr. Alter, warte, wie fast. Mach gleich wieder aus. Okay. Das will man. Das ist die Besonderheit einer Clausewitz. Gar nichts. Ist nur eine Weiterentwicklung der Hindenburg. Die hat keinerlei Alleinstellungsmerkmal, wie zum Beispiel ihr Annapolis mit alternativen Feuermodus etc. Fehlt ihr komplett. Hat sie nicht. Zuma fährt da nach hinten. Ja gut, den Kaffeetasse mal wegstellen, mal ein bisschen Platz hier schaffen, damit wir gleich wieder auf den Tisch hauen können vor Aufregung. Den würde ich mal sagen, ist das hier gleich gelaufen. Weil die Sherman jetzt hier reinfährt, ich versuche immer zu helfen. Shit. Ah, der hat HE geschossen. Hannover hat geschossen. Ach du Kacke. Der kam da sogar rüber. Oh oh. Aua. Das tat weh. Na, Ewi Iwami, da kann ich mit leben. Aber ich bedenke, dass ich vor ein paar Sekunden hier nur offen stand und rumgeballert habe und nicht einer hat auf mich geschossen. Das ist hier gerade eine nicht ganz so schöne Weiterentwicklung, muss ich sagen. Aua. Es tut ja weh. Hey, Erkos. Nein! Erkos, Nebel! Yes! Was machst du denn? Ah! Scheiße, wir hängen fest. Und da kommen die Tops.
Jetzt kann ich vorbei. Jetzt. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Alter, wie blöd kann man stecken bleiben? Blitzwort. Er nimmt die alle mit. Es tut mir so leid, Erkos. Es tut mir so leid. Nimm ich mit! Ah! Nur einer. Der hat aufgehört. Lacker! Au. So, jetzt haben wir ganz schön weg hier. Holy shit! Schlachtschiff spielen damit macht keinen Spaß, haben wir gerade festgestellt. Die Idee ist aber raus, das ist super wichtig. Kein Torp gefressen, alles schick. Kein Torp gefressen. Du liebes Satsuma, dein Gegner ist die Hannover. Schön, dass du irgendwo da hinten rumeierst und nichts tust. Ich liebe diesen Scheiß. Gerade bekommt leicht auf die Fresse. Ja, aber kein glorreicher Start hier gerade. Was willst du machen? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich einmal schieße und gefühlt das gesamte feindliche Team auf einmal auf mich ballert. Zumal ich da vorher ja offen rumstand und geballert habe und nicht einer hat geschossen. Kam gerade ein bisschen überraschend. Nur ein bisschen. Heilung! Henry, kommen wir nicht mehr an. Das ist Iwami wieder. Bin wieder unsichtbar. Wir haben A immer noch nicht geholt. Alter, ist das ein... Was ist das? Aha. 18,5 ist nicht so viel. Joa, dafür hast du den Reichweitenflieger halt dabei, ne? Das ist halt da der Vorteil, dass man den theoretisch dann auch nutzen kann. Jetzt gucken wir mal, Annapolis ist da. Beto kommen wir nach wie vor nicht ran. Die Tops werden hier nicht kommen. Masso ist ja ganz drüben, unangenehm. Oh, die Iwami wieder unsichtbar. Iwami. So. Erko, schön aufpassen. Ich kann die Iwami gleich von der Seite beballern. Iwami. Oh, scheiß Masso ist da auch. Haben wir auch DDs? Ja, Sherman. Okay. Go, Sherman. Der hat immer in den Cap geholt, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Die sind immer noch nicht in A drin. Guckt euch das mal an. Sie stehen alle exakt um A rum. Sodass da wirklich keiner reinfährt. Keiner berührt den A-Cap. Was zum Teufel? Sieht man nicht oft sowas. Aber wenn man es mal sieht, ist es doch immer sehr, sehr erschreckend. So, meine Freunde, hier sehen wir jetzt mal AP. Ich hoffe mal, die Salve kommt ganz gut. Dürft bei den Geschnä, wobei, da sind die Aufbauten. Boah, ordentlich. War's ordentlich? Hab ich überhaupt Damage gemacht? Irgendwas ging da hoch. Oh, der ist fast down. Und tot. Ach, komm! Hätte ich bloß HE geschossen. Wie man's macht, ist falsch. Erko ist down. Scheiße. Iwami. Their battleship did not hold. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich sie fahre mit der Clausewitz, ich fühle mich nicht im Elfer. Ich könnte jetzt hier auch Hindenburg spielen. Haben mir jetzt einfach die Hindenburg hier gegeben. Ich glaube, ich hätte den Unterschied nicht mehr groß mitgekriegt. Einzig, woran ich erkenne, dass das hier ein Elfer ist, dass da steht Sternchen Clausewitz. Sonst merkst du davon wirklich nicht viel. Was sehr schade ist. Was heißt sehr schade? Ist eigentlich super balanced dadurch. War eigentlich das, was wir immer wollten. Wir wollten ja gerade weg von diesen Spezialscheiß wie bei Annapolis und Co. Die einfach bloß völlig grenzdebil stark sind. Jetzt haben wir das, was wir eigentlich wollten. Oh, scheiße. Alles scheiße. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Erstmal machen wir ein bisschen mal Hydro an. Nicht, dass hier noch mehr Tops kommen. Da ist die Hannover. Hannover. Ich fahre so gerne Mofa. Instant zu mir umgedreht, ey. Oh, das ist immer so. Gucken, Hannover, was macht die Salve? Na, 5-2. Wenig, zu wenig. Das ist leider zu wenig. Bums, Junge, 3300, I like. Lad nach. Und er ist eh schon down. Ist nicht down, der ist down. Okay. Sauber. Irgendwo da ist er. Nächste DD raus. Sehr wichtig. Wir halten hier die Flanke. Hannover beschießt mich mit HE. Okay. Alles klar. Let's go. Hannover, let's go.
keine Fragen stellen. Stellt einfach keine Fragen. Spielst du ab und zu auch noch Hand Showdown? Nein, überhaupt nicht mehr. Gar nicht mehr, leider. Würde gerne die Zeit dafür haben, das noch ordentlich zu zocken. Wenn man Hand Showdown nicht mindestens alle zwei Tage mal spielt, du bist da so schnell raus. Leider nicht, leider nicht. Würde ich aber sehr gerne mehr spielen. Schneller Reload wie bei der Hindi? Ich glaube, minimal langsamer war das sogar. 8,5 Sekunden. Ausgebaut mit dem Nachlademodul. Ist nahezu ähnlich, das ist kein großer Unterschied. Leider. Wir haben nicht ein höheres Kaliber, wir haben hier die 210er. Und dadurch war, glaube ich, der Reload auch ein bisschen höher. Kann mich aber gerade täuschen. Es sind bloß 0, irgendwas Sekunden. Ich würde so gern was sehen. Wo zum Teufel ist die Hannover hin? Mann, Sherman, fahr doch ein Stück nach rechts, dass du für uns vielleicht spottest. Leute, die sind bei A alle vorbeigefahren, ohne zu cappen. What the fuck? Warum spottet der nicht für uns? Fahr mal außen rum, ich gucke, ob ich bei C was machen kann. Alvaro de Bazan ist auch nicht in der Nähe. Ah, wird gecapped. Könnte die Hannover jetzt rückwärts reingefahren sein. Wird sie wahrscheinlich auch. Hannover, Hannover. Dann wollen wir mal. Da steht noch eine Menge. Die Dorfe Grosovoi. Okay. Alles klar, let's go. Ich liebe diesen Scheiß. Ich liebe diesen Scheiß. Das war eine geile Salve. Und nur für mich. Hannover, tut mir fast leid. Es tut mir fast sorry. Nummer 6000. Leider wieder nicht abgefackelt. Habe ich eine recht gute Abfackelquote hier. Eigentlich. Aber nicht in der Runde. Die Abfackler bei 140 Treffern ist jetzt nicht so pornös. Oh, perverse Stroh. Oh, 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 die ist viel zu genau. Ja, ach komm, als ob da eine Yamato geschossen hätte. Da war keinerlei Streuung drin. Das gesamte Ding kam da gerade als eine große Murmel an. Und der brennt immer noch nicht. Habe ich das schon erwähnt? Habe ich das? Schieß ich? Hey, schieß ich. Okay. Man muss ja mal gucken zwischendurch, ne? Manchmal schießt der AP und denkst, schießt er. Nee. Okay. Frech, dass der nicht gebrannt hat. So, jetzt schnell runter. Dann holen wir C-Cap. Wir blockieren einfach alle drei. Und dann sollte das doch klappen. Positiv hatte mit 360 Treffer mit der Smolensk nur drei Brände. Yeah, manchmal ist doch verrückt. Kann mir auch keiner erzählen, dass der den Schutz da anhatte. Hält der bei den Deutschen 8 Sekunden oder so? Das ist doch ein Joke. So viele Hits gerade auf den und er brennt einfach nicht. Hey, auch AP schießen gönnen. Hat man hier die Abfackelchance gesehen? 17% Abfackelchance. Klar, hier auf die 10, der T11, bla, nochmal halbiert. Ist mir alles klar. Das war jetzt nicht gut. Death Raven down. Das ist die Iowa. Der noch eine ganze Menge Leben hat. Okay, lass mich raten. Das ist der gerade krepiert ist? Ich würde mal sagen, ja. Bitte, was? Okay. Salve sagt nein. Ja, und die geht rein. Hm, genau gleich vorgehalten. Ist klar. Ja, jetzt lenkt er ein. Der will hier rum. Der will die Ruprecht. Ruprecht steht so breit, seit ihr, dass Ruprecht gleich tot ist. Ich treffe ihn nicht und Sherman sagt, scheiße, ist gelaufen. Und Ruprecht down, GG. Schade. Verrückt, wie passiv unsere DDs gespielt haben. Nicht einer, nicht ein Cap. Um C sind sie alle rumgefahren. Nicht eine Sau, die irgendwie versucht hat zu cappen. Wahnsinn. Naja, rum dabei. Ja, das wundert mich auch nicht. Kosovo ganz unten, Östjütland ganz unten, U-Boot ganz unten. Völlig die Caps ignoriert. Völlig drauf geschissen, dass da überhaupt Caps existieren. Die Gegner, die hatten instant die ganze Kette. Das ist doch Wahnsinn. Verrückt. So, Aircross, Death Raven, danke fürs Mitkommen. Und klick. Jetzt mit dabei der Moschester und der Feuerfisch. Ihr seid dabei. Meine Freunde, wenn ihr mitfahren wollt, für alle, die im Stream gerade zuschauen,
schreibt mich an. Wichtig, ihr müsst wofs-cc-027 anschreiben. Das ist mein Presseaccount, nur da habe ich die Schiffe gerade drauf. Und anders geht's nicht. Den da anschreiben und dann nehme ich euch mit. Jetzt mein Lütchen drauf, bei so vielen Treffen sollte ruckzuck aktiviert werden und dann brennt die Bude. Habe ich ein Lütchens? Frage. Nächste Frage. Ich hab hier bestimmt einen Herrn Lütjens. Ach scheiße, weil ich schon bereit geklickt habe. Der lustigerweise hier bloß 19 Punkte hat. Wäre eigentlich keine schlechte Idee, ihn jetzt hier auch mitzunehmen. Hauptbatterietreffer, Ladezeit der Hauptbatterie minus 7,5. Ist an sich eine geile Idee. Warte mal, Heilung haben wir dabei. Das schwere AP hatte ich noch mitgenommen. Was habe ich noch mitgenommen? Irgendwas hatte ich noch mitgenommen. Schnelle Umladen ist natürlich ganz nett. Funkordnung hätte ich gerne, aber bringt hier nichts. Ich hatte das hier noch mitgenommen, glaube ich, und das hier. Hatte ich so geskillt? Weiß schon nicht mal mehr. Ah, egal, passt schon. Gut, Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Regelzünder brauchen wir nicht, nicht mal annähernd. Mehr Leben brauchen wir nicht. Das wäre noch ganz cool. Beschussalarm ist mir fast lieber. Passt. Mal gucken, wie Herr Lütjens abgeht. Verlegenheit ist useless. Ja, ja, bla, bla. Und was kann die super Hinburg? Nicht viel. Ein bisschen minimal besser als die normale Hinburg. Sonst nichts. Kommt man nicht aktiviert. Ist ständig bei mir aktiv. Das ist ständig bei mir aktiv. Denn... Hallo. Hallöchen, Ihre. Übrigens, kannst du mir noch die Rechte geben hier? Ne. Okay. Bist du denn in meinen Channel gekommen, wenn du die Rechte nicht hast? Passwort. Der Kanal hat ein Passwort und das habe ich Sherlock Holmes-mäßig mir erraten. Not bad. War ganz knifflig, ne? Wie immer. Ja. So, Nere, erste Runde, wo drei DDs dabei waren, die alle drei nicht in den Cap wollten, ist vorbei. Weiter geht's. Ach, musst du da Lana spielen? Nö. Nee? Gar keine Zeit, du. Ich muss ja hier Clausewitz spielen, weißt ja. Geht ja nicht anders. Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fragezeichen? Nein, ohne Fragezeichen. Jetzt muss ich aber leider kurz gedulden. Wir haben gerade erst die Runde gestartet. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Bitte klick, mach Escape und raus und lade mich direkt ein. Du musst ja eh noch deinen Presseaccount jetzt erstmal herbeizaubern, die du irgendwann mal auch schon mal hattest. Nee. Dann musst du ja deine Dalana fertig machen. Ich habe keinen Presseaccount. Du hast einen Presseaccount. Nee. Komm, du und ich haben jeweils einen Presseaccount. Nein, wir hatten wieder einen. Ja, den hat man aber nur, wenn man den angefordert hat. Und ich habe den nicht angefordert. Boah, Junge, das mir, ist CC. Weil ich mir damals dachte, brauche ich nicht. Nee. Schund. Humbug brauchen wir nicht. 5 von 5 Gefecht mit der Magie heute verloren. Läuft bei dir? Bisher eine verloren mit der Clausewitz. Mal gucken. Alles, 100% bisher verloren hier. Nicht eine Runde bisher gewonnen. Alles verloren. Sind die Abos bei euch nicht angezeigt? Doch. Nee. Johann McLean war bei mir das letzte Abo. Genau, die Abos vor 90 Minuten. Bei der letzte. Da Mr. L gerade fragt, Mr. L, dein Abo sehe ich nicht. Vor 20 Minuten war das letzte drin. An sich werden die angezeigt, so, das meinen wir. Ich meine, ich kann es nochmal testweise abspielen. Ja, geht. Mhm. Bits sind back. Oh yeah, zum Glück. Zum Glück. Die Bits sind wieder da. Mr. L, sonst die Seite mal aktualisieren und dann nochmal probieren. Manchmal spinnt das einfach rum. Feuerfisch, du musst im Divi-Chat schreiben. Drück mal Tab, während du da gerade was tippst. Sonst sehen das nämlich alle und die sind dann dementsprechend verwirrt. Mr. L, das ist komisch. Wie gesagt, bei uns kam nichts an. Vielleicht hakt es gerade ein bisschen. Kann sein. Krassmann schreibt, meins wird auch nicht angezeigt. Krassmann? Nee, Krassmann ist auch nicht angezeigt. Liegt an Twitch. Sorry. Jetzt hast du die Bits wieder geholt, dafür werden die Abos nicht mehr angezeigt. Ja, gar keine Abos mehr. Großartiger Tausch. Viel besser. Viel besser. Habe ich auch gemerkt. Und du hast wieder in den Olsch, in den Team-Chat geschrieben. Zwischendurch hat er aber mal kurz in den Divi-Chat geschrieben. Achso, der hat den einen beantwortet, da inwiefern knacken. Nur den Feuerfisch. 315.000, kann man locker knacken. Gibim. Das war beabsichtigt. Ja, ich auch gesehen. Sorry.
Sorry, sorry. Hallöchen, Schmolens. Bestimmt auch gerade auf, ne? Jo. Okay. Hardcore Special. Hardcore ist hier wie unsere DD-Spielen. Hardcore, Hardcore. Ich mein, Happy Burnout schreibt Belfast in der Auktion, dachte, die haben die wegen OP und Pay-to-Win rausgenommen. Jein. Also, das... Nach der Logik haben da auch alle möglichen anderen Schiffe wegen Pay-to-Win und OP rausgenommen. Und das hat meistens eher mit der Beliebtheit zu tun. Ja. War halt sagen, extrem oft da. Hey, Schiff ist super beliebt. Weißt du was? Wir nehmen die raus, um die später für ein bisschen mehr Geld wieder reinzubringen und dann so ein bisschen einen Hype zu beschwören. Nennt sich künstliche Verknappung. Mhm. Macht jedes Free-to-Play-Spiel. Enduro schreibt eine Klausewitz. Was denn das? Noch nie gehört. Eine TL Findenburg. Und mehr gibt's auch nicht zu sagen. Keinerlei große Specials. Das ist einfach eine TL Findenburg. Boah, fetter Bomber, Alter. PE-8-Bomber gleich erkannt. In so einem anderen Spiel, wo ich ständig weggebombt werde, die Flieger. Ich erkenne das sofort jetzt. Feuerfisch, Achtung. Torpedos im Massen. Genin-Tops kommen auch noch gleich. Achtung, Achtung, Achtung. Das ist sehr unangenehm hier gerade. Da kommen die Genin-Tops. Halt mal so hinter Feuerfisch, den dürfen wir ja nicht so viel passieren. Hannover, Hannover. Da lacht der den Feuerfisch einfach aus. Mach ich gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht meine Leute wegrammen. Na, Duncan, siehst du mich? Torpedos in our way. Siehst du mich? Du siehst mich, okay. Gerade nicht so geil hier. A little bit too much Torps, muss ich ja mal sagen. A little bit too much. Und die hören alle auf. Bingo. I like the shit. Und gelber Drache, ich würde dir zustimmen, dass es vielleicht nicht ganz auf der Stufe der anderen selber ist. Alter, aber um die Verwirrung zu vermeiden, sagen wir nicht 10.1 Hindenburg, sondern eben Superschiff Hindenburg. T11, ich sag mal T11. Oder T11. Eine kurze Ladezeit. Ladezeit, Ladezeit. Das ist hier ein reines TF-Schiff, nichts anderes. Super ist an dem Ding gar nichts. Annapolis ist super. Ne, Satsuma ist super. Das ist hier einfach bloß ein reines TF-Schiff. Einfach eine Weiterentwicklung mit etwas besseren Stats. Boom, TF, fertig. Alter, was kommt denn hier alles an Torps? What the fuck? Hast du das nicht gerade noch dem Feuerfisch gedacht? Ja, aber das hört ja gar nicht mehr auf. Alter, hier kamen bestimmt schon 120 Torps uns entgegen. Wir spielen nicht mal 5 Minuten. Geil. Na, endlich mal was abgefackelt. Yes. Hast mal AP getestet? AP funktioniert sehr gut. Brauchst aber natürlich einen schönen Winkel für. Geh jetzt bei einer wegfahrenden Ruprecht, brauche ich nicht AP schießen. Da hoffe ich lieber auf die Abfackler. Ich hatte keinen genommen. Sehr gut, Feuerfisch. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Haben wir gezeigt, ne? Wie man Tops so ausfällt. Wie immer, wie immer. Und der brennt wieder. Nice. Ist einfach so, das ist irre mit so einer Genin. Es ist einfach verrückt. Wenn der sich auf beiden Seiten leer ballert, ist es verrückt. Wie beim Line Dance. Torps to the left, Torps to the right, ja. Yeah. Torps in my ass. Das Spotter weg. Das ist nicht so schön. Angriff, wieder nach vorne. Derwing ist rübergefahren. Ja, heute etwas zeitiger, denn Kado hat nachher mit euch noch was vor. Oh yeah, das wird geil, das wird geil. Destroyer U-Boot Hunter. Eine Hardcore-Simulation werden wir nachher zocken. Mit einer Fletcher-Class-Zerstörer werden wir auf U-Boot-Jagd gehen. Das wird ganz furchtbar. Es wird ganz furchtbar. Also Krado wird auf U-Boot-Jagd gehen. Wir werden auf U-Boot-Jagd gehen. Wir bei Team Krado werden U-Boote handeln. Wird geil. Ab 18 Uhr nachher so in dem Dreh. Jetzt genießen wir mal erstmal noch die Runden. So, Annapolis ist da drüben. Unser Yu Yang fährt jetzt in der Mitte da durch. Pommer, nee, Duncan will hier pushen, aber was hat ihr vor? Okay. Dann hauen wir auch mal ab. Den hauen wir auch mal ab. Wie ist die Klausewitz so? Witzig. Ist witzig wie die Hindenburg, bloß ficken besser. Ist jetzt kein Oberburner, muss ich sagen. Besser sogar. Naja, von den Stats her minimal besser. Aha. Die Deckspanzerung ist deutlich besser. Das merkst du auch, wenn Beschuss kommt, gerade von Kreuzern etc.
Wenn sie nicht gerade deine Aufbauten treffen, wie eigentlich immer, dann zerschettern die HI-Granaten auch gerne mal. Passiert nicht viel. Wie ich die Deepwater Top sehe, gestern in der DD-Keilerei hat wirklich jemand einen Ashashiu gepickt. Ja, wenn er nichts anderes hat, was soll er denn machen? Kein alternativen Feuermodus? Kein alternativen Feuermodus. Das ja, alle Highlights, die ich euch zeigen wollte, habe ich im Review in der ersten Runde direkt zeigen können. Danach war Ende mit Highlights. Wenn ihr die Hindenburg habt, dann werdet ihr die Clausewitz auch mögen. Müsst ihr euch den Bus fragen, will ich für etwas bessere Stadt und keine T8 mehr zum Abschlachten, will ich dafür 50 Millionen ausgeben? Und Hannover's down. Okay. Nee, versteh's einfach nicht. Bächeln fragt, habt ihr schon eigentlich geübt oder kommt gleich der Sprung ins kalte Wasser beim UFO-Tanker? Nö, was heißt eigentlich geübt? Ich habe ein Video dazu aufgenommen, Tutorial gefühlt dreimal gespielt. Viel mehr habe ich aber auch noch nicht gemacht. Ich bin kein Ultra-Anfänger, aber ich bin aber auch kein erfahrener Spieler. Das wird eher ein sag mal, Try and Error. Wir versuchen herum und werden dabei elendig scheitern. Jeder Hit auf dem U-Boot ist schon mal ein Erfolg. Und sie haben extra dazu geschrieben, das finde ich so geil, es geht nicht darum, die U-Boote zu vernichten. Es geht nur darum, euer... Nicht rammen. Mosch, was schießt du denn hier? Es geht darum, das U-Boot zu vertreiben von deinen Verbündeten. Fand ich ja niedlich. So, geil. Also, heute ist hier... Das Warship ist nicht spielbar. Können auch gleich wechseln. Du, ich weiß nicht, was die hier alle machen. Wir spielen 8 Minuten. Unser gesamtes Team ist tot. Wir sind hier gleich die letzten 3 unserer Divi. Das ist doch verrückt. Wie sollen wir denn hier irgendwas schaffen? Augen zu. Heavy-Metal-Musik an. Und dann rein da. Das tat weh. Keine 50k Damage hier zusammengespielt, ey. Die dreimal, die ich bisher schießen konnte. Ich verstehe es nicht. Wahnsinn. Die Sekundär brauchbar auf dem Klausi? Nee. Du hast tolle Geschütze, auch schon mit der Hindenburg. Da würde ich nicht auf Sekundäre irgendwie gehen. Gar nicht in die Nähe der Sekundäre, dass sie ballern kann. Dann weißt du eigentlich schon, du bist viel zu dicht dran in der Runde. Außer du willst torpen. Dann kann man, da kann man drüber reden. Ja, die guten 20 Kilometer Torps. Ach nee, Moment. Ich guck mal kurz. Ah, 6. Doch so gut. Mann, Azuma, bleib doch drin. Hast du Wettrüstung, hätte sie WG sparen können, will Epizentrum zurück. Nee, ist genauso kacke. Das ist alles doof. Übrigens, der Kurfürst schielt mich gerade so an. Ich bin Kurfürst. Also, wie man auch schielen, so halt. Ja, ja, als Schiff schielen, ja, ja. Genau. Hat es mich bei Schielen sofort. Das Shield, ne? Von Marvel, ja, ja. Hat es mich sofort. Die Dreiertürme sehen halt schick aus. Ja. Die können auch gut reinkloppen, wenn du denn mal irgendwas triffst irgendwo. Irgendwo, irgendwann. Und die Insel ist weg. Nicht mal meinen Durchschnitt bekommen in der Hannover. Feuerfisch brauchst du nicht ärgern. Das ist hier eine pure Abschlachtrunde. Das ist eine pure Abschlachtung. Die gesamte linke Front ist direkt hier in Tod gerascht. Die haben ja nicht mehr probiert zu spielen. Die haben bloß gesehen, oh, da sind Buffs. Ich muss mir die Buffs holen. Was anderes war das hier nicht. Das ist immer der gleiche Schwachsinn hier auf der Karte. Das sieht übrigens ein super Schiff mit einem Special Skill. Yes. Das ist cool. Das ist super. Nicht das, was wir hier haben. Schnell, aktivier dein Konterschild. Ja, 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 ist klar. Warte, ich hab meinen Hindenburg-Modus. Oh. Alter, was für Runden. In 29 Minuten 2 komplette Runden jetzt gespielt. Nice. Ja, mit Mühe und Not hier irgendwie besser. Ich bin Erster. Alter, beide anderen Superschiffe sind... Oh. Hannover, Yamagira haben nicht mal 500 Grund-EP. Oh, Alter. Oh. Schmerzen im Kopf. Und Schweinchen Annapolis hatte Spaß. Ja. Der hat ja die abgefarmt auf der linken Seite. Der hat die alle alleine platt gemacht. So, dann, vielen Dank fürs Mitkommen. Weiter geht's, meine Freunde, nächste Runde. Clausewitz. Nire in der Schabba. Nire, dein Schiff ist so rot. Oh, Transformers, Alter. Und diese Runde, da bin ich natürlich wieder der einzige DD. Und der Andi auch dabei in seiner Halloween-Tarnung.
glaube ja. Hallöchen. Was geht ab, Leute? Ihr seid natürlich auch wieder am Start. Keine Angst, Nere. Du brauchst nämlich, du hast hier Dingens, hier Gewitterfront, der Scheiße, wie das heißt. Das wiederum bedeutet, dass du mit deinem schlechten Tarnwert das kompensieren kannst. Aber dann sind die Gegner ja auch getarnt. Ich will ja nicht, dass die Gegner getarnt sind. Die sollen ja aufbleiben. Ich will ja schießen auf die. Nee, du willst ja cappen. Du bist ja ein Zerstörer. Du willst ja um die Caps arbeiten. Nein. Wenn du so wie gestern um die Caps arbeitest, bist du tot in 3 Minuten. So wie alle anderen gestern. Stellen wir mal ein. Ich meine, innerhalb von 1 Minute habe ich auch noch keinen Sterben sehen. Das wäre auch nochmal neu. Ja, geht innerhalb ja gar nicht. Guck mal, die Minute ist ja schon rum. Ja, Blindshot, Torpedo. Nee, Torpedo geht ja auch noch nicht. Das geht ja nicht. Lasers von den U-Booten. Selbst Flugzeugträger dürften nicht schnell genug sein, um da ranzukommen. Ja, dürfte nicht, hätte nicht, sollte nicht, aber du weißt, wie das läuft. Ne. Du weißt, wie das läuft. Und ich sehe gerade die Nachricht, wenn man zuerst chattet, hat ja auch so eine Umrandung bekommen. Okay. Hallöchen, Destinger, was geht ab? Hallihallo. Das sieht so lila aus, das ist interessant. Ja, vor allem, das sieht ähnlich aus wie bei Verdächtigt. Ja, das ist... Nur kann man bestimmt, kann man bestimmt alles einstellen. Wollte ich gerade sagen, vielleicht können wir das irgendwie einstellen. Machen wir auch, denn nie. Sieh nix, so, kack die Idee. Ach du Kacke. Die Young fährt mit... Die Young ist jetzt alleine in der Beschuss. CD. Okay. Beschuss. Beschuss. Ist ja auch lustig. Beschuss. Ja, auf jeden Fall 3 Schiffe. Zwei hier auf der linken unteren Seite. Naja. Oh, du wurdest vom B aus sogar schon beschossen da drüben. Ja, aber... Gott, Alter, Alaska, kann man da noch mehr hinterhängen? Hinten, wo ist da hinten? Alles schon total am Wegfahren hier. Mhm. Da hat irgendwas mit AP geballert, da ist wohl ein Schlachtschiff. Alle sehr vorsichtig. Nee, da kommen die Team Tops. Kann ich doch nicht Gas geben jetzt. Torpedos to the right. Burn! Müssen wir nochmal zugehen. Jeden Moment. Hannover, Handsalve. Ach, Hannover triffst du eh nicht. Und er trifft. 1700. Passt. Okay. Er ist Torps überlebt. Hydro ist nach wie vor an. Die Hannover hat blind nochmal hergeschossen und mich tatsächlich getroffen. Okay. Und Hallöchen an alle, die eingeschaltet haben. Schönen guten Donnerstag, Nabind. Noppel. Habt ihr alle schon beim Leuchtturm-Event mitgeboten, beziehungsweise ignoriert ihr das Leuchtturm-Event? Da kannst du dich mal kurz auf die Runde konzentrieren. Ja, aber ich schon Chat, aufgegeben, dass der Chat ein bisschen was ja, die wollen mitfiebern. Ja, du machst es nicht so spannend wie gestern mit dem U-Boot. Es ist spannend, du bist es bloß hier gewohnt. Was bin ich gewohnt? Da was hier alles so passiert, du siehst es bloß nicht mehr als spannend an. Ja, dann sag doch mal, was du machst. Du kann ich ja nicht, du redest ja dauernd, ich versuche mich zu konzentrieren. Ach so, sieht bei dir Konzentration aus. Ich habe hier 5 Schiffe, die mich hier gerade dauerhaft beschießen. Ja, ist klar. Ich spiele gerade wieder Schlachtschiff, was willst du von mir? Natürlich. Hallöchen, Alaska. Dem habe ich schon 7000 gedrückt. Das ist sehr gut. Moskva, ich hab nicht so viel. Lächerlich, hab ich gemerkt. 4000 nochmal hinterher. Und das war eine Zita von einer Izumo. Von einem T9-Schlachtschiff. Auf 21 Kilometer. Ah ja. Ist richtig. Ich mag diesen Witz namens Klausewitz. Heute chillt. Das Ding, da chillen wir doch. Wir sind doch alle völlig entspannt. Das, was wir hier machen, wenn du uns beide meinst, das ist ganz normal. Nee, das ist voll unschillig. Das ist ganz normal. Auf Englisch würde man sagen Banter. Also so ein bisschen freundschaftliches Bespaßen hier. Anecken ist voll. Komm ja, nichts mehr an. Nee? Hattest du Reichweite mitgenommen oder spielst du auf Nachlade? Er hat so schon 18,5. Da extra nochmal Reichweite, ich weiß ja nicht. Ja, wenn du sagst, dass du nicht rankommst. Ja, ich muss halt wieder umdrehen. War gerade bloß zu viel Beschuss. Die Hannover fährt komplett doof in den Tod. Nee, warte. Wenn das so läuft wie gestern, dann killt uns die Hannover gleich komplett alleine. Moskva, komm schon. Ah, er brennt leider nicht nochmal. Nope. Hannover ist das gefährlichere Ziel. Pass auf, der dreht jetzt die Geschütze, um mich anzugucken, um mich zu beschießen. Er hat nicht mich beschossen. Ah, okay, hast du ja. Hannover.
passiert. Ja, ja, ihr pusht halt gerade nach Hannover unseren CV und U-Boot, weißt du, da ist denn. Wir haben halt den verloren. Wir haben CV, daher ist ja scheißegal. Aber unser U-Boot wird gepusht, daher müssen wir aufpassen. Und ich meine, die Hannover fährt so oder so tot. Das ist aber richtig. Die Moskva hätten wir halt noch so erwischen können, dass wir früh gewinnen. Ja, kommt noch. So extrem kann er ja auch nicht hochheilen. Bom, 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 bom. Hannover, das war's wohl gleich mit dir. Mal gucken, ob er jetzt nochmal auf mich schießt. Nö, er guckt zu mir. Ich stehe hier. Die guckt nicht einmal her. Verrückt. Sauber. Das ist die Moskva. Abladen! Abladen! AP abgefeuert! Ja, geil aus. Allgemein, die ganzen, B-Tarnungsschiffe sehen extrem schick aus. Oh ja. Also da gibt es keins, wo ich sagen würde, um Gottes Willen. Okay, okay. Der Start war gar nicht so schlecht. Sieht ja von der Izumo war ein bisschen frech. Burg und die Izumo noch. Hoplo Way, danke für die 100 Bits. CD, danke für die 300 Bits. Happy Hunting, merci. Matze, 56 Monate. Merci dafür. Jahrelang treu schon. Pregel, 18 Monate. Juhu, anderthalb Jahre gute Unterhaltung. Dankeschön. Gerne doch. Merci dafür. Okay, merci, also ich habe, glaube ich, das Problem von gestern wieder. Echt? Die Yu Yang hat mich aufgedeckt, wurde mir auf der Karte angezeigt, aber ging hier nicht auf. Oh. Also, es ist, das ist verrückt. Klingt ja nicht so geil. Nee, ne? Die Frage, hat der mich jetzt getoppt oder mich nicht getoppt? Die müsste ich eigentlich sehen, wenn die hier langkommen. Bei dir ja, nee, ich bin ja hier oberhalb von dem. Achso. Gen Norden! Und da drüben kann mich nicht zum Schießen. Ich ärgere mal die Alaska, ich vertreibe erst mit die Alaska ein bisschen. Denk an gestern, meinen ultra geilen Beschuss, wenn sobald ein DD aufgeht, du weißt, was du von mir zu erwarten hast. Onyx. Korrekt. Onyx von Pokémon, genau. Submarine lurking nearby. Alaska, Alaska. 6 Kilometer Hydro arbeitet, bin spotted, er muss hinter Nebel jetzt rausgefahren sein. Muss genau hier hinterhängen. Ja, ja. Irgendwo. Irgendwann. War mir down. Sehr schön. Da ist sie schon. Okay, das war weiter als gedacht. Das war ein Ticken zu weit. Bam, 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 bam. Ach, mein Yu-Yang, leg doch nach oben weg. Da, wo ich bin. Warum soll er denn nach oben weg? Ja, damit ich da auch mal drauf schießen kann. Kackinsel. Aber mein der war ja instant weg. Mhm. 3 Treffer abgefackelt. Na, Yu-Yang, dein Tarn wird wieder hochgegangen. Doof, so ein Abfackler, ne? Ja, ich liebe diesen Scheiß. 487. Nice. Meine Sekundäre hat fast mehr gemacht als meine Hauptbatterie. Nice. Ja, das klingt nicht so gut. Daneben. Nice. Und down. Schön. Sauber. Ja, sondern gebe ich noch so viele da sein. Wo sind die alle? Unten bei uns. Wie haben wir gleich? Habe ich die Wasserbomben? Ich habe die Wasserbomben mit. Ganz in 8 Kilometer Reichweite. Ist ja ein Traum. Ist ja ein Träumchen. Alaska darf ich jetzt nicht vergessen, sonst tut es gleich weh. Der müsste da dran stehen. Hallöchen, Hindenburg, Hindenburg. Ich meine, an sich musst du auch nicht pushen, ne? Mach ich auch nicht, bleib hier. Ich will gar nicht dich daran. Testier. Ich wollte auch nicht wieder zu weit wegfahren. Außerdem kann ich eventuell gleich das U-Boot mit attackieren. Weißt du, krasse 8 Kilometer, da kann man schon mal ein U-Boot angreifen. War 8000 mit AP? Der war offen, ja. Eben gerade noch bei B, genau da, letzte Position. Da, wo die Mine ist, oder was? Ja. Sehr gut. Kommst du da ran? Nö. Oh, okay. Brauch bloß Schwachsinnsgelaber. Wie immer, wie immer. Black Eye, die Yang war auf 5 Kilometer dran. Hier noch was, 5 Kilometer. Und dann durch den Brand habe ich ihn wieder aufgedeckt, weil er auf 6 Kilometer dran war. Hm. Der kam gut, der Brand. Auch wenn ich nicht viel Damage gemacht habe. Hm. Auch so ein einzelner Brand alleine schon ausrechnen kann. Our ship is aflame. Kommt da denn der Sau, beschießt mich hier von der Seite. Repairs complete. Hackst du oder was, Sau? Mit AP. Ah, oh, Zitadelle. Okay, alles klar. Selbst eine Sau kann mich zitadellieren, Alter. Okay, cool.
Bin vielleicht entdeckt. Vielleicht das Gefühl, die Hinburg würde mehr wegtanken. Auf die Alaska feuern, wenn du kannst. Das wäre wunderprächtig. Ja. Muss erstmal wieder rum. Gott. Echt das Gefühl, die Hinburg, die tankt besser. Oder ich habe es einmal falsch in Erinnerung. Ich mit dem Kran hier ein Zitas fress, das ist Wahnsinn. Mach bloß keine. Fress bloß. Alaska dürft gleich richtig fressen. Mhm. Da erstaunt, wie gut die Sachen reinkloppen. Ja, 7,5, nice. Selbstredend hat der überlebt. Ja, der Abfackler. Vergisst man immer bei den Abfacklern. Das macht die HI ja noch viel, viel stärker. Dass auch der Tarnwert dadurch immer nach oben schnellt. Und gerade bei Schlachtschiffen nicht gerade wenig. Wenn du statt 15 auf einmal 17 Kilometer Tarnwert hast, ist schon nicht mehr so lustig. Ich meine, das ist eh schon nicht lustig. Zerstörer super ätzend, wenn du zugehst, du denkst, du bist jetzt sicher, weil du brennst, ja. Löscht, gehst zu und dann kommt noch eine Salve, die dich wieder anzündet. Ja, eine so eine Murmel. Oh, Izumo hat gefressen. Alter Schwede. Das war doch bestimmt unser Andi. Boah, Izumo down. Hohohoho. Völlig rausgelöscht. Heftig. Früher hat die Hindenburg sehr gut getankt, aber zwischen frisst sie nur noch. Ja, ach, mein, vielleicht kommt einem das auch nur noch so vor. Ich meine, natürlich haben wir eine Napoli, die das Ganze noch mal ein bisschen besser kann. Von der Panzerung her. Ne, shit, zu weit. Ja, wobei, geht noch rein, aber zu wenig. Hinden. Nein, nicht dagegen. Yes, geht rüber. Schön. Dosa Kohle, das ist eine Auktion. Da gewinnen die höchsten 500 Preise, oder die höchsten 500 Gebote gewinnen. Dann, wenn ein Gebot doppelt abgegeben wird, sprich, ich biete 100.000, du bietest 100.000, ist dann wichtig, wann wir das abgegeben haben. Cruiser in view. Das niedrigste Gebot gewinnt von den 800, die mitbieten. 800 Leute bieten mit und wenn einer 15.000 und eine Dublone ist, das niedrigste Gebot ist von denen, die mitgeboten haben, dann zahlen alle nur diesen Preis. Aber wichtig ist eben, die höchsten Gebote gewinnen, logischerweise, genau. Nicht die niedrigsten Gebote, die höchsten Gebote gewinnen und dann eben so viele, wie verfügbar sind, sprich, wenn 500 verfügbar sind, gewinnen die höchsten 500 Gebote und die Zeit spielt auch eine Rolle. Im offiziellen WoW-Stream wird gerade WoW's Battle Pass vorgestellt. Oh, nice. Das wundert mich schon seit Ewigkeiten, dass wir keinen haben. Battleship spotted. Das wundert mich schon seit Ewigkeiten. What the fuck? Okay, also ich hab den gleichen Fehler wie gestern, du. Echt? Meine Schüsse gehen durch die Hindenburg durch. Sonst mach doch mal deine Auflösung runter. Hier im Spiel meine ich jetzt, was? Sag doch mal auf 1920. Ich hab das alles schon. Ich hab das Spiel doch auf 1920. Achso, ich dachte, du hättest es noch jetzt so kleiner gemacht. Nee. Gleichen Fehler wie gestern. 1-3. Bei der Yu Yang war das noch nicht so stark zu sehen, aber bei der Hindenburg eben war das. Das war unspielbar. Die Salben gingen alle vorbei. Und solltest du echt nicht Zerstörer spielen? Allgemein sollte ich nicht spielen, weil das macht interessant, gar keinen Sinn. Wäre interessant, ob beim Schlachtschiff auch so doll ist. Weil wenn das bloß bei den Zerstörern ist, dann könnte das tatsächlich pingmäßig sein. Und kann das mit deiner Verbindung zum Server zusammenhängen. Das ist pingmäßig, denn auch die jetzt merke ich das ganz stark, die Beweglichkeit ist ganz krass anders. Der dreht noch richtig lange nach rechts, obwohl ich schon längst nach links lenke. Also auch laut meinem Ruder. Das Ruder ist schon auf Max links gestellt und der fährt immer noch so halb nach rechts. Also es ist... Vielleicht den Ruder mal neu starten. Ja, wahrscheinlich. Muss ich mal gleich gucken. Ausweichen. Das Zarsch tut immer weh. Beziehungsweise wir haben ja schon gewonnen. Ja. Kommst wieder in 2 Minuten. Wir haben verloren. GG. Total verkackt. D2 hier, D2 da. Hat es vor 2 Tagen alle 60 Sekunden Ping Spike auf 1000. Klingt auch nicht so schön. Das klingt aber nicht so geil. Doppelbrand auf die Kissage und 7000 Damage. Großer Nachteil der Kissage. Er kriegt Fall auf die Fresse. Only 5 minutes remain. User in your channel. Hat er gut abgeworfen. Boing. Au. Macht der einfach meinen Turm kaputt? Ich glaube, es hat gepetert. Nope. Zweier.
Au! Kissage, Kissage, Kissage. Treff den nicht. Er zieht weiter rum, okay. Oh, 4000. Da wurden komischerweise die Twitch-Probleme durch den Router Neustart behoben. Viele haben derzeit ab und zu Probleme mit Twitch. Merkwürdig. Aber das ist technisch alles so kompliziert. Das kann so vieles sein. Das kann so vieles sein. Kann ja sein, dass sie an ihren Servern irgendwas verändert haben. Eure Verbindung noch die ganze Zeit konstant war, dass da irgendwas... Ich weiß es nicht. Das kann so vieles sein. Und durch den Reset hast du von deiner Seite aus halt behoben. Dass es einfach nicht richtig verarbeitet hast, dass dein Router vielleicht die, was reinkam, nicht ordentlich verarbeitet hat, ist... Keine Ahnung. Kann alles Mögliche sein. 149.000 Damage, 1.958 Grund-EP, nette Runde. Bei Zitas gefressen, die sehr ungemütlich waren, vor allem von der Izumo sogar und einmal sogar von der Sau, habe ich hier ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Was ich selber gar nicht hinkriege mit dem Ding, ist selber mal irgendwie Zitas drücken. Das ist sehr unangenehm. Aber wie schön das doch laufen kann, wenn die eigenen Zerstörer... Warte mal, wo sind sie denn? Ja, wir hatten ja bloß die Niere. Wie schön das doch mal laufen kann, wenn gar nicht so viele Zerstörer dabei sind, ne? Ich meine, das U-Boot hier auf beiden Seiten nicht besonders gut gespielt. Niere im DD hier gut im Mittelfeld. Der feindliche Zerstörer war auch oben dabei. Und so sehen die Runden aus. Schon wird es wieder halbwegs spannend, wenn ich auf einer Seite immer gleich in den ersten 4 Minuten 5 DD sterbe. Sehr, sehr angenehm, muss man wirklich sagen. Blick! Ach Quatsch, Container brauche ich hier gar nicht. Weg! Wollte mich gerade freuen. Okay, dann warten wir noch kurz auf Niere und dann geht's weiter in die nächste Runde. Weiter geht's, nächste Runde. Clausewitz, ein CV-Angriff haben wir gerade schon überlebt von der Nashimov. Sherman bei D, sagst du. Und einiges bei D. Aber ihr seid ja da auch einige. Ich hau direkt ab. Was willst du mir damit sagen? Ich soll abhauen. Bring dich in Sicherheit! So meint der Niere. Ja, was haltet ihr von der San Diego? Hamburger Fischkopf an der Insel stehen und warten, dass die Gegner auf dich zukommen. Die Armeekreuzer haben so die Spielsituation, dass sie hoffen müssen, dass die Gegner auf sie zufahren. Wenn die Gegner irgendwie defensiv spielen oder gar nicht auf sie zufahren, ist das sehr anstrengend. Das hast du aber nicht nur mit der San Diego, das hast du mit den allen. Du musst wirklich sehr geduldig sein, dass die zu dir kommen. Als ob das alles daneben ging. Der CV mag mich, der fliegt hier direkt in alle Schiffe rein, um mich zu treffen. Okay. Du kannst das gerne machen. Da kriegen wir ja sogar mal den Nashimov leer, das wäre ja mal was Besonderes. Oh mein Gott, ich habe ihn einmal getroffen. 19 Kilo, also Reichweitenmodul brauchst du nicht mitnehmen bei der Clausewitz. Da triffst du überhaupt nichts mehr. Oh, wie schlimm. Ist schon fast zu genau, kommt alles recht gebündelt an. Und wenn du da einmal kurz daneben hältst oder falsch vorhältst oder was auch immer, geht halt sofort alles daneben. Er brennt! Ist wieder so ein Schiffchen, wo man sich wirklich einspielen muss. Hat kein Schlachtschiff, was einfach sofort gelingt. Na, warum ging denn das jetzt daneben? Da und da die Granate. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was geht ab? Hallihallo. Das ist schon wieder. Als ob das durchkommt, das Wasser plätschern ging in seinem Schiff richtig hoch. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Weil es lächerlich ist. Doch, hallo. Alter, der kommt schon wieder hier an. Das war doch in Ordnung. Torpedos to the left. Ah! Okay, Torpedos haben wir aufgehört. Easy. Easy peasy. Und down. Schön. Fette Pommern haben wir rausgenommen. Nice Team. Woo! Wie gut oder so wie gut. Na, 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 Kronstadt, hallo. Verdammt, ich bin links dabei, ich hätte warten müssen. Sorry. Sorry, sorry. Du hast okay. Bin super, Alter. Ich bin super Schiff, hau ab. Scheiße. Ich super Schiff, du nichts. Und die andere Pommern ist auch gleich tot hier. Pommern, Pommern. Ich hab echt vergessen, wie toll die Geschütze sind. Torpedos in our way. Kloppen gut rein, ne? Ja, aber richtig gut. Immer noch so mit deinen Ping-Problemen? Jetzt ging's gerade, aber vorhin in den ersten Minuten ging's auch mit der Grosser ohne Probleme. Mit der Grosser, mit der Shabba. Muss man drauf achten, wenn das nächste Mal ganz schnell nach oben gucken, ob dein Ping auch auf 1000 irgendwas da steht. Nee, du, hatte ich ja schon jetzt häufiger gemacht. Oh. Ist ganz normal. Das ist ich habe 30 bis 40er Ping. Deswegen ist sehr merkwürdig. Weil er bei YouTube gerade zuschaut, der Nira hat gerade ein bisschen Probleme. Mit seinem Internet. Hat immer mal wieder totale Lags.
teilweise werden die Positionen von Schiffen ganz falsch angezeigt, dass er schießt und die sind schon einfach einen Meter weiter. Und die Schüsse gehen bei mir rein, aber im Spiel gehen sie durch. Das ist halt... Cheater! Ist wirklich sehr merkwürdig. Solange sie bei dir ins Schiff reingehen, ist ja alles schick. Der war so gut, der war so lustig, bin so lustig. Ja, manchmal hast du es. Manchmal hast du wirklich, hast du einen Lauf. Also Sandra ist so gut wie tot da vorne. Aha, 974 bei der E-Bookie. Ich freue mich. Torpedoes on the right. Ich freue mich, ich freue mich. Torpedoes to the right. Wir haben Vodafone. Oh, jetzt hatte ich gerade einen totalen Leck. Das tut mir jetzt aber leid. Die Seuche geht rum. Mit dem Standbild gerade vor einer halben Sekunde. Gut, Standbild hatte ich nicht. Das war zum Glück bei mir. Hey Moskva, du alte Damage-Pinata, was geht? Gerade du Opfer, doppelt zieht der in deine Fresse! Nashimov, Nashimov, geht mir die ganze Zeit auf den Sack. Republik müsste tot sein, der hat sich da festgefahren. Naja, der ist weg. Ah. Ich achte. Okay, jetzt ist er. Ja, und Sherman ist jetzt in C drin. Ja. Warum fragt mich das jeder? Guck mal, Video, Junge. Wird Nakimov ausgesprochen. Das ist schön. Da steht trotzdem Nashimov. Nashimov. Ja, Nashimov steht da. Müsste der ja Nakimov stehen, André. Machen wir das ja auch. So sprechen wir doch auch aus, oder? Jetzt sprechen wir die Nashimov aus. Wir sprechen also, doch Nashimov aus, ne? Wenn ich ein Schiff mit Nachi aussprechen kann, dann werde ich es ja wohl auch machen. Jetzt soll ich da Nakimov sein. So nicht nackig. Nachi, genau. André, du solltest eigentlich unsere Aussprache kennen. Oh, die Annapolis hat glaube ich, Probleme. Annapolis. Sorry. Nachimov, genau. Du, das sind genau die Witze, die ich von dir erwarte. Die Machimov, das ist auch gut, ja. Machimov, Machimov. Die gute alte Machimov. Ich hatte das schon gestern. Also auf die Wartungsarbeiten kann ich das auch nicht schieben. Bei Dixie Destroyer kam heute sogar ein Patch, der die ganzen Probleme, die ich gestern hatte, im Stream tatsächlich schon behoben hat. Ja, das machen sie ja häufiger. Das ging aber schnell, du. Day One Patch. Naja, wenn sie das schon länger wissen, werden sie wahrscheinlich schon länger wissen. Blut hat noch nicht die Zeit gehabt. War ja nicht Day One, war ja Day Two Patch. Wieso? Ja, aber es heute kam ja gestern raus. Ja, aber wenn der Patch heute kam, wenn es gestern um 19 Uhr kam, nee, dann ist es ein Day One Patch. Wenn Mitternacht ist nächste Tag. Ja. Ich bin Spieler, ich weiß eh alles besser. Wie war nochmal der lustige Begriff für den Deutschen? Was hattest du mir da letztens noch beigebracht? Kartoffelniere. Nee, du hattest mir irgendwas anderes beigebracht bei den Deutschen, wie ihr die... Allmann. Genau. Ja, Allmann weiß genau, wann Tag zu Ende ist. Digga, Alter. Digga, Alter. Niere, bitte. Bisschen niveauvoller hier, ja? Nee, ich pass mich an, warte. Passt dich an oder passt dich unter? Das können die Zuschauer entscheiden. Wir stehen in Yamato. Das ist jetzt natürlich ganz lecker. Trotzdem hätte ich jetzt hier lieber eine Annapolis, die sich leer ballert. Das wäre irgendwie geiler. Wäre irgendwie ein Ticken geiler. Da ich aber nicht herguckt, genießen wir das jetzt einfach mal. Bom. Frieden. Ah. So, nee, nicht das genießen, ein anderes genießen. Mal, wo guckt denn der hin, die Yamato? Ich glaube, der ist auf. Der guckt bloß nach oben irgendwie. Was macht der denn da? Mein Hindenburg, lass mich doch mal in Ruhe stehen. Theoretisch könnte der zu unserem CV gucken. Repair is complete. Ich habe das Problem immer noch. Jetzt sind es aber nicht meine Salben, jetzt sind es die Salben von anderen. Das wäre gut, das war gut. Die durch die Yamato durchgehen und keinen Schaden machen, beziehungsweise Schaden machen. Gut, das ist ja nebensächlich denn. Ja. What the fuck?
Der hat sich jetzt einfach runterballern lassen, ohne mitzuschießen und hat jetzt die ganze Zeit geschrieben nebenbei. Echt jetzt? Okay. Okay. Hat eine HE-Schleuder. Ja, aber AP kloppt auch gut bei der Reihe. Das war aber gerade ein reiner HE-Moment. Okay, Tactical Beaching. Das war eine komische Yamato. Wo hast du die Statisten heute her? Gestern, weißt du, waren die ganzen gekauften DDs, die direkt in den Tod gefahren sind, und heute? Sehr merkwürdig. Heute sind keine DDs dabei, du. Wir hatten jetzt in zwei Runden zwei DDs insgesamt. Wie angenehm das Spiel gleich ist. Gleich ein viel besseres Spiel. Jetzt klar. Kein U-Boot, nur ein DD. Traumhaft. U-Boot war letzte Runde dabei, du. Haben wir bloß nicht gesehen. Hat auch nicht ja, das war ja schön. Gar nicht aufgetaucht. So, Kremlin, was machen wir mit dir jetzt? Moskwa da zu sehen. Hallo, Moskwa. Hört, du fährst voll bereit seit jetzt, Kremlin. Genau wie ich. Du und ich. Hand in Hand. Boah, Ladezeit reduziert. Nice. Tschüss, Kremlin. Die alte Kremlin. Uff. Na Gott sei Dank hast du den auch bekommen. Er hat nochmal geschossen. Und zieht er den? Nein, kein Zieht er. Peinlich. Ist dir das nicht peinlich? So nach solchen Aussagen. Als Streamer ist sie gar nichts peinlich. Dann machst du 500 Schaden. Na gut. Man, dicke 2,5 gerade. Dem hast du es gegeben, ja. Aber richtig. Der geht gleich ins Forum und sagt, also Klausewitz. Ja, völlig OP. Hatte mit meiner Kremlin keine Chance. So was erwarte ich. Oh, Ibuki 6000. Tat es weh, als ich dich traf? Ich hoffe doch. Tat es weh, als ich dich nicht traf? Ich hoffe doch. Meine Neuner. Kackinseln hier, wie blöd kann man hier Inseln aufstellen? Wieder rangieren. Moment. Wir sind gleich rum. Und vor allem wegen T10 Kohlekreuzer sollte man sich holen. Denk an die Napoli, aber die soll angeblich nur mit speziellen Kapitän gut sein. Nein, die ist auch ohne gut. Ja. Das ist so, das ist völliger Schwachsinn. Kein Schiff ist bloß mit Kapitän. Napoli ist top. Yoshino ist auch geil. Moskwa und Salem sind ein bisschen speziell. Aber Napoli würde ich dir fast immer empfehlen. Für den Napoli hast du dieses reine typische Kreuzer-Gameplay. Bei der Yoshino hast du dieses Schlachtkreuzer-Gameplay mit 20 Kilometer Torps und halt dieser. Diesen extrem hohen Kaliber. Das ist eher so ein Schiff zum Rumtrollen, denn. Aber merkt euch allgemein, auch wenn das irgendeiner behauptet, irgendwer in irgendeinem Video oder Stream, die Schiffe sind auch ohne die Kapitäne geil. Klar, Elite-Kapitän und Co., gerade der italienische Kapitän, ist schon geil, wenn du dann Kill machst, einfach mal einen Kilometer mehr Reichweite und so eine Scherze. Das ist schon cool, als ohne auch absolut spielbar. Und allgemein, wenn, aber das sollte hoffentlich klar sein, man sagt, wenn man sagt, mir gefällt Schiff XY, heißt das nicht, dass Schiff XY richtig geil ist. Das heißt nur, dass es dieser Person sehr gefällt. Wenn ihr so ein allgemeines Bild von den Schiffen haben wollt, guckt euch ganz viele Infos dazu an. Ja, ist eben meist das Beste. Schaut einfach, wie die Leute spielen, schaut, was sie so reißen. Guckt euch nicht bloß eine Runde an. Das ist meist das Problem, weil viele halt immer bloß eine super geile Runde. Oh, hier Clausewitz 300k, Alter. Easy, beste Schiff. Und dann sitzt du der Zuschauer und denkst dir, Alter, der hat jede Runde 300k gemacht in diesem Video, was 10 Minuten geht. Heftig. Und unser Team hat sehr gut mitgemacht hier. Oh, er ist schon wieder, Alter. Das ist dämlich. Das ist der komplette Kontrast zu gestern. Schon aber gut, ne, wenn zwei Powermann da direkt reinfahren, eine Repo sich festfährt und die Yamato AFK ist, sind es halt vier Schlachtschiffe, die Gegner fehlen. Lass uns mal so stehen. Ab in die nächsten Norden. Geil. Oh Gott. Super Schiffe in Massen. Oh ja. Aber gut, ihr spielt ja auch beide ein. Du, wenn ich jetzt mich entscheiden könnte, Klausel oder Konde im Team, hätte ich lieber die Konde, muss ich sagen. Guck mal, der Maus aus dem Exil-Clan. Ich meine, wenn ich mich entscheiden müsste, Klausewitz oder Hindenburg. Ja. Ich wüsste, was ich nehmen würde. Tatsächlich die Hindenburg, weil ich dann gegen T8 spiele. Ja, genau. Mit der Klausewitz bin ich minimal besser und muss aber nur gegen T9, T10, T11 andauernd ran. Ohne Scheiß, das ist so. Naja. Wie gesagt, die ersten drei Runden, die wir jetzt hier gerade heute gesehen haben, waren auch, ehrlich gesagt, völlige Rotze. Kann man nicht anders sagen. Na, hallo. Nee, war nichts Gutes bei. Das übrigens war völliger auch wieder Müll. Vier DDs, also Achtung. Yuyang auch wieder mit dabei, Yamagiri auch mit dabei. Achtung. Hauptsache Sieg jetzt, mir scheißegal wie, Hauptsache Sieg.
Ich hab das in Real Life bei der Bundesmarine gemacht. War so ein Nah-Operator. Na, den Raggi brauche ich dich nachher. Da musst du mir ja Tipps und Tricks geben. Ich glaube, die Technik, die du benutzt hast, war ein bisschen anders, als was ich nachher benutze. Kannst dich drauf freuen. Bin auch schon geortet. Kann sehr also schön sein, dass das Yamagiri oder Yuyang ist, weil die das eigentlich immer mitnehmen. Okay. Uhahi. Willst du gleich abhauen? Willst du gleich weg? Nö, oder? Aber die Inseln so ein bisschen und den Arsch zeigen und den nach hinten schießen. So. Bei Gefahr den umdrehen. Nee, die haben jetzt Satsuma drin und doppelt Konde. Wenn ich hier einmal falsch schieße, bin ich instant raus. Lucien, die Dalana hat auch keine Zusatzfähigkeit. Nö. Also auch keinen tollen Feuermodus. Auch bekloppt. Ist eigentlich bloß ein weiterer Turm. Mehr haben sie da nicht. Bumm, T11. Weil es aber dadurch deutlich geiler spielbar ist durch den zusätzlichen Turm vorne. Weil du halt nicht die ganze Zeit Breitseite zeigen musst, um deine ganze Hauptbatterie zu nutzen. Hast halt eine Halle an vorne rangeschnallt und zusätzlich noch einen kleinen Turm. Normalen Turm. Finde die Dalana sehr interessant. Ich persönlich werde einen anderen Weg gehen, die Dalana zu spielen, als meine Hallern. Anderen Weg? Na, den mach doch. Ja, auf die Geschütze, wa? Ich hab die voll normal auf Hallern gespielt. Hast ja einen Turm mehr. Aber muss ja jeder selber entscheiden. Ich hatte in dem Review dazu, hatte ich fast 20 Torpedotreffer. Das war schon ganz geil. Könnt ihr gerade irgendwie mitschießen eigentlich? Ja. Nee, ne? Doch. Ich war gerade so ein bisschen da hinten, dass ich hier die Geschütze ein bisschen angewinkelt stehe. Schliefen möchte ich ungern jetzt schon beschießen. Warum schieße ich nicht? Echos, Feuer! Hau weg, die scheiß Schliefen da! Mach es tot, mach es er tot! Er denkt sich genau das gleiche ja, ja. Wie du. So, nee. Jetzt warte ich, bis ihr beschossen werdet, den kann ich schießen. Die will ich jetzt eigentlich. Ja, da kommt Beschuss, sehr gut, Feuer! oh Gott, die ist dazu mal. Die hat auch schon geschossen, aber nicht auf mich hoffentlich. Schliefen, Schliefen. Boah, was? Ausfälle, Ausfälle. Ausfälle, Ausfälle. Komm schon, Schliefen, komm schon, Schliefen. Und der burnt. Nice. Schatschuma, Schatschuma. Was macht unser Z-49 da? Hör auf, sowas zu fragen. Lass es, Nira. Lass der, es. Der fährt vorwärts und rückwärts? Ich will das nicht hören. Lass es. Ich spiele die ganze Zeit schon alle so. Oh, 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 das wird rein. Das wird gleich wehtun. Satsuma-Style. Ach, nur 8000. Ist ja wie abgeprallt. Das ist ja fast wie abgeprallt. Glück gehabt. Satsuma hat gelöscht. Zieht hier, glaube ich, gerade niemanden außer mich selber. Ja. Aber wichtige Info an euch gedroppt, er hat gelöscht. Ja. Sagte ich schon, dass er gelöscht hat? Komm, brenn noch mal, brenn noch mal, brenn noch mal. Easy Damage, easy Damage, komm schon. Brenn und nicht. Der Deathraven Booster auf T11, da hätte ich keine Probleme. Das Ding ist so schwer zu spielen und so, ich will fast sagen, schlecht im Vergleich zu Annapolis und Co. Ja, ich wollte gerade sagen, Annapolis und Feindteam. Zu Des Moines und Co. What? Ja, hier ist die Jan, mit Radar sogar. My torch lights the water around us. Is kam. Oh, jetzt bleibt der stehen. Oh. Ja, klar. Überhaupt nicht klar. Stell den alternativen Feuermodus. Weil ich nutze meine ultraschnelle Nachladezeit, die ich habe mit der Klausel. Trifft ihn nicht. Ich triff den nicht, ich triff den nicht. Hat er angetäuscht? Ja, danke. Ach, die Conny gibt mir. Scheiße. Keine Chance, den zu treffen. Dieses olle Rumgewackel reicht schon aus. Alter, es gibt's doch nicht! What the fuck? Ich hab den nicht einmal getroffen! Das ist aber nicht gut. Bullshit! Da musst du nochmal üben. Voll auf ihn drauf. Ja, du schießt halt so selten auf die Dies. Ja, ist klar, Mensch. Auf 8 scheiß Kilometer, Mann, da hat er zu treffen. Du hast so geile Geschütze. Wenn du da nicht triffst, dann. Du weißt, dass da Streuung drin ist und RNG und Sigma-Wert und ganze Dreck. Mhm. Und du hast trotzdem gut, sehr gute Geschütze. Ja, und ging auch sehr gut, alles neben ihn exakt rein. Mhm. So ein Müll. Battleship spotted. Also irgendwas geht bei mir überhaupt nicht, du. Ich bin gefühlt immer... Stehen geblieben.
gefühlt immer einen Ticken zu spät hier. Okay. Mach doch mal den Bildschirm aus und an, wenn du meinst, liegt am Bildschirm. Nee, ich weiß ja nicht, an was das liegt. Hm. Sonst Computer mal neu starten. Ich hab's gerade so eine Mikrolex. Doppelbrand. Ja klar, da gleich Doppelbrand. Schliefen, schliefen, schliefen. Achso, jetzt Zeit. Schau kurz neu. Wir verlieren die Runde schnell und dann geht's weiter. Ja, das glaube ich nicht. Ich meine, wir gewinnen die Runde fix und dann geht's weiter. Concentrate fire on the enemy warship. Ey, Top-Treffer, zwei Stück auf die Schliefenloch. Hast du Wasser im Bauch? Ja, einmal. Sehr gut, er hat nämlich gelöscht. Den muss er ticken lassen. Den muss er ticken lassen. Siehst du mal, das hätte ich jetzt nicht mitbekommen, hätte ich neu gestartet. Oh. Ey, unsere Z44 ist da. Juhu. Und die Yamagiri ist da. Juhu. Ja, dachte ich mir auch gerade. Juhu. Oh, da ist Steven. Der war, jetzt fährt der das schon in der Mitte. Mitte, ja. Alter, wie schnell hat er denn gedreht? Das ging fix, ne? Oh Gott. Und wieder drehen. Jetzt drehen wir und fahren voll in die Yamagiri-Tops. Verrückt. Mit Wassereinbruch hat er es geschafft, in der Zeit, wie wir hier ein Quadrat gefahren sind, komplett zu drehen und da durchzufahren. Wie? Wie? Ja, positiv denken. Ja, ach. Die ersten drei Runden haben einen gerade hier sehr leiden lassen. Torpedoes to the left. Boah, unsere Tulsa ist aber mutig. The scales tip in our favor. Unsere Tulsa ist aber mutig, hier bei der Schliefen. Volle Breitseite zeigt er hier. Und da. Der weiß, was er tut. Oh, Schliefen gleich, kriegt gleich hinten auf dem Arsch. 6 Kilometer Hydro, ja, die haben wir. Nur von der Z. Ich hab den gleich Topsit drauf. Weil das gibt ja jetzt nämlich auch Gas und fährt nach vorne. Und das große Sterben beginnt. Das ist Schwachsinn, es sind nur zwei Leute gestorben. 3. 144 ist in der Hydro reingefahren. Nee, das kann man, das muss man, das ist ja auch, das weiß man ja auch nicht. Oh, die Sekundäre, alter Falter. Oh Gott, die Arme, ey. Guck dir das doch nicht an. Das hätte er doch in der Blase. Our ship is aflame. Oh Gott, das ist Wie schmeiß ich mein Schiff weg in 2 Sekunden? Z44 Edition. Ich meine, am Anfang hat er schon ein bisschen komisch gespielt. Ja. Naja, Das ist vielleicht, wohl wahr. Vielleicht wollte er nicht sterben, aber trotzdem interessanter Spielstil. Stirb, stirb, stirb! Der echt noch eine AP-Salve durchkriegt? Easy peasy. Downy. Sauber. Die Yamagiri ist ja auch aus dem Cap raus. Für den haben wir auch noch. Hm. Der ist ja gar nicht reingefahren, der blieb einfach dahinter. Der will bloß Damage farmen, mehr will der nicht. Oh, guck mal, jetzt habe ich eine Konde genau vor der Fresse. Ach, wie schön. Ach du. Habe ich den Konde. 651 mit AP. AP rules. AP geil, Alter. Aber man merkt, die paar Millimeter Unterschied zur Hindenburg, du, ganz anders mit AP, ganz anders. Auf einmal kannst du alles durchschlagen. Easy peasy und... 4000. Ne, also irgendwas, vielleicht 10 Kilometer Torps oder irgendwie diese besonderen 9 Torps oder was weiß ich, irgendwas. Irgendwas hätten sie ruhig machen können. Es ist total. Torpedos ahead of us. Öde. Wir spielen! Torpedos. Hey, Wusser. Tschüss, Wusser. Alter, wieder keine Zita! Das ist doch ein Joke! Komplett Breitseite! A turret is not responding. Das war perfekt Wasserlinie gehalten. Krieg gleich einen Anfall. Repairs complete. Also ich will ja nichts sagen, aber die Anapolis ist da ein bisschen cooler. Bisschen. Der hat die Locker platt gemacht. Tausendmal besser. Hat auf Breitseite gezeigt, aber... Eine Wuster! Wasserlinie, voll Breitseite. Lol, 5 Treffer. 5 Durchschläge, lol. Dann können wir AP direkt auch gleich in eine Tonne kloppen. Unsere Z44 schießt auf 12 Kilometer.
So, noch ein Try. So, jetzt sieht er. Nope. Das ist doch ein Joke. Aber du hast vielleicht noch ein Versuch. Die Yamagiri kommt, Ja, ich weiß. Beeil dich. 1-2 auf die Wusse. Jo, Krado. Licht dir wohl nicht so, wa? Licht dir wohl nicht. Warte, alter Team, Feuermodus. So, warte, 8 Sekunden, warte. Warte. Moment, warte. Warte. Jetzt. Ja, ist doch an, ihre. Da, 295. Warte. Give me a second. Warte, ich top den. Damit rechnet der nicht. Die Tops sind nicht rausgegangen. Doch, die sind rausgegangen. Haben wir keinen Sound gemacht. Warum haben die keinen Sound? Ich weiß nicht. Bam, bam. Oh, nice, Alter. Lütchens aktiviert. Jetzt. Oh, sehr gut. Our victory is self-evident. Superschiff. Superschiff. Leute. Superschiff. Leute. Ja, da fragt man sich, warum, ne? Weißt du, wie ich den jetzt zerrissen hätte mit der Konde, mit der Nebulis oder was auch immer? Mhm. Du stehst das vorne in den zwei Kacktürme, wartest 8 Sekunden für 495 Schaden. Yes! Rules! Da würde mich mal interessieren, warum dieser Gedankengang kam, von wegen, okay, wir haben jetzt die erste Reihe Superschiffe gebracht und jetzt bringen wir... Scheiße. Bin ich wenigstens super tanky, wäre das oder irgendwas? Ich hab zu beschweren, dass TF zu stark ist, dafür gibt's jetzt wieder deutschen Rotz. Ja, irgendwie. Nicht nur die Deutschen, der Lana ist genauso du. Ja, das stimmt. Wobei die Halland schon sehr geil ist und die Lana, so gesehen, ist jetzt anderthalb Hallands. Ist schon ganz geil aus DD-Perspektive. Mhm. Das hier gerade ist aber nicht anderthalb Hinburgs. Das hier ist eine 10,1 Hinburg. Und das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Aber genau so kann man fragen, hey, warum hat nochmal die Yamagiri so einen alternativen Feuermodus bekommen? Ja, aber ein wirklich. Torpedoboot? Ich glaube, der hat gerade mit der Hauptbatterie mehr Damage gemacht als ich. Muss ja schon hoffen, dass der den nicht zurückballert. Okay, yes. Der eine Top ist bei mir gerade durch die Satsuma durchgegangen. Oh, ja, Gott, mein ey. Internet läuft. Läuft. Was ist das denn? Amateur habe ich gekriegt. Gewinnen Sie 10 Zufallsgefechte. Yes! Woo. Das ist meine Auszeichnung. Sie Amateur, Sie. Presseaccount. Natürlich noch keine Folge drauf. 2000 Grund-IP, yeah! Ja, seht ihr den Unterschied? Guckt euch das mal an, die Annapolis, der Maus, wie der hier rasiert. Es ist echt ein Krampf, das Ding hier zu spielen, wenn man die anderen Schiffe kennt. Von den Kreuzern, die aktuell verfügbar sind, einschließlich Edgar, würde ich jetzt auch schon mit einbeziehen, ist die, also die Clausewitz ist ganz, ganz unten. Das ist ganz, ganz unten. Oh, Erkos, danke fürs Mitkommen. Jetzt mit dabei der, nee, Moment, der Kaloi. Kaloi mit 3 U. Wolltest du die Dalana noch spielen? Nö, bloß Clausewitz. Achso. Dalana hatte ich gesagt, eventuell nach des teuer Subotante, dass wir da noch den dass ich nochmal auf Warships denn umschwenke oder morgen chill ich im Stream. Also. So auf Dalana habe ich jetzt gerade keinen Bock. Das Review, bis ich die Folge da fertig hatte. Ich glaube, ich bin so 4 der 5 Runden gefahren und das, was ich da erlebt habe, das ist. Nee. Hat mich geprägt. Warum wollte ich heute eigentlich die schilligen Clausewitz-Runden fahren? Sehr schillig. Mr. Moss, danke für den Sub. Willkommen in der Crew. Black Hammer dafür dort Bits. Wird der Boss nicht verhungern? Wird der Boss nicht verhungern? Dankeschön dafür. Merci. Bitzen könnt ihr wieder, meine Freunde. Wer Bock hat, rein zu bitzen, das funktioniert zum Glück wieder. Oh. Und los geht's. Ich meine, vielleicht übersehe ich auch die große Stärke. Mir kann auch gerne einer in den Chat jetzt hier schreiben oder auch unter das YouTube-Video, was die Stärken der Clausewitz sind, was der große Unterschied ist zu Hindenburg. Ich habe keine gefunden. Wirklich nicht. Hätte sie einen alternativen Feuermodus? Okay, gehe ich mit? Aha, situativ, also ultra stark im Vergleich zu Hindenburg. Jetzt gerade ist es aber wirklich bloß so, als ob ich eine Hindenburg habe. Problem ist aber, ich bin dauerhaft im Nachteil, weil ich gegen Annapolis, gegen Conde, gegen Edgar gematcht werde. Die alle besser sind als ihr T10, deutlich besser sind als ihr T10 Gegenstück. Muss ich nicht verstehen. Oh, rein Goldstar das. Bis zum nächsten Mal. Die Edgar ist ja auch bald da, ist auch besser. Ja. Hatte die Edgar hat auch den alten Feuermodus, ne? Hatte die den? Ich glaube ja.
Das ist ja so lange her, dass ich die gefahren bin. Ja, nicht so, als hättest du die mal gespielt. Ja, ach, ist ja schon Jahre her. Kannst du nicht einfach Ja oder Nein sagen? Oder selber ich habe sie nicht gespielt. Woher soll ich das jetzt dir sagen? Ich hab da hat er den Vollmodus? Hat er den Vollmodus? Test bestanden, Leute. Ihr habt den Test bestanden. Land und Groningen, Annapolis, Doppel-Yamato. Oh, Flugzeugträger mit dabei. Hindenburg hat 6 Kilometer Nahkampftops. Clausewitz hat 6 Kilometer Langstreckentops. Das ist ja auch so ein Unterschied. Ah, ich verstehe. Jetzt wird ein Schuh draus. Mhm. Hey, ich werde schon beschossen. Wo wollen wir denn? Wo brauchst du Hilfe, Niere? Hier bei B gleich, ne? Willst du B krepieren? Du willst B krepieren, okay. Die ich Türme muss so, vorsichtig spielen durch den durch die CV. Da, möchtest du, du könntest auch A fahren, ne? Wir haben zwei Machen Ds. Machen wir erstmal ganz entspannt. Push, Junge! HE-Alpha der Klaus wird sogar um 100 niedriger als bei der Hindenburg. Obwohl das Kaliber größer ist. muss ich nicht verstehen. Ja, Kaliber sagt halt auch gar nichts aus. Nee, gar nichts. Macht ja hier auch keinen Unterschied. Was machen die paar Millimeter für den Unterschied hier? Vielleicht bei irgendeinem Schiff auf irgendeinem Planeten kann ich denn irgendwie eine Panzerungsplatte mehr durchschlagen als mit der Hindenburg. Yes! Geil! Hätte das Ding hier 320er oder 410er oder 510er? Okay. Würde ja verstehen, aber das hier... Annapolis. Ich rufe hier gleich die Police. Geh dir mal gleich Sack, vielleicht dreht er gleich ab. Das macht keinen Sinn. Ich weiß. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Hat sich aber gereimt, das war wichtig. Das ist genauso als wie dein Oldie but a Goldie. Old but Gold heißt das, Mann. Und das ist ein Sprichwort. Oldie but Goodie, Mann. Nein, Old Goodie. But Gold. Alt, aber es ist trotzdem Gold, so ist das Sprichwort. Nein, alt, aber noch gut. Du kennst dich gar nicht aus. Oh. Au. Wer war das? Hast du dem jetzt schon gedrückt? Ja, zwei Treffer, 1200. Ja, gut. Okay. Ich hab bloß ein Stück von ihm gesehen. Ein Stück Schiff habe ich bloß gesehen. Da ist alles Frieden hier. Kannst du reinfahren, ohne Probleme. EP safe. Fahr ruhig rein. Du Verlager, hau gleich ab da. Und so Österjütland fährt zum alten D rüber. Scheiß auf die Caps. Na, ich verlagere nach A. Besser ist. Nepple steht ja auch drin, da könnte C ja auch noch mit aufdecken. Cruiser in view. So, dann fahren wir jetzt mal hier den Kuffers klein. Unser Kongi hat gerade 3/4 Leben verloren mit einer Salve. Kongi, niemand. Kurfürst. Wie ist die Clausewitz bisher? Der schlechteste T-Stern-Kreuzer, den es im Spiel gibt. T11. Ja, alle anderen können alles irgendwie besser. Weil für den Spielstil, den ich mit der Clausewitz hier machen kann, kann ich mir auch die Konne in den Hafen stellen. Ich kann genauso hinten rumkurven und Salven kloppen und daher wenigstens ordentlich einen Bums hinter. Und dennoch F-Skill. Nee, braucht ihr euch nicht holen. Lasst das, bloß nicht im Auktionshaus so viel Geld ausgeben. Wenn ihr zu viel Geld habt und unbedingt das da reinballern wollt, dann macht meinetwegen. Aber sonst lohnt sich null. Wartet, bis ihr irgendwann erhältlich ist und holt sich dann irgendwann, wenn ihr alle anderen schon habt, das wollte ich sagen. Mehr braucht ihr da nicht machen. Und diese ach so geilen Genauigkeit fühle ich hier auch gar nichts. Hier geht so viel daneben, das ist ekelhaft. Ah, jetzt, schön. Annapolis, gib mir jetzt, sag echt jetzt. Battleship in the distance. Fire sport. Spotter alight. Torpedoes to the right. Cruiser spotted. Hat sich einer leer geballert. Hallöchen, Annapolis. Das ist ein cooler T11-Kreuzer. Das ist ein geiler T11-Kreuzer. Nicht das hier, was ich gerade fahre.
Diese Masse, die ich gerade gesehen habe, das kann die Annapolis ständig rausballern, ey. Alter. Hinten auf dem Arsch, mit trotzdem knappe 10k gedrückt. Aua, aua, aua. Heilung. Ein deutsches Schiff, das wird mit Meckern und Nörgeln betrieben. Sowieso. Umso mehr du jammerst, umso mehr du meckerst, umso besser wird das Schiff. Natürlich ganz viel Kartoffel und Sauerkraut in den Tank immer kippen. Dann geht's richtig ab. Drei Treffer bloß. Alter! 12 Schuss sind hier in der Salve. 12, wenn ich hier alles abballer. Ich habe dauerhaft bloß immer 3 Treffer. Was soll denn dieser Müll? Da, bumm, einer. Ist nicht mehr. Das geht nicht. Jetzt aber, komm, voll rein. Oh, 7. Meine Fresse, ist ja mal. Das ist ja mal der Hammer. Jetzt übertreibt man nicht. Nee, war auch nicht. War total scheiße. Mein Damage-Technik sieht schon ein bisschen besser aus jetzt hier in der Runde. Aber wer weiß, wie lange noch. Okay, ich bin nicht geschossen. Da weiche ich hier extra aus. Hallöchen, Sandra, Sandri, Sandra. Oh, jetzt so ein alter Teamfeuermodus. Das sind lauter Situationen, wo das total geil wäre, jetzt so ein alter Teamfeuermodus zu haben. Was hat man? Nichts. Scheiße, der hat auf mich geschossen. Fuck. Oh, das wird wehtun. Das wird richtig wehtun. Easy, weggetankt. Lächerlich. Frech. Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Frech von mir. Frech von mir. Hier sogar. Hm. Moment, ey, die Dicken oder die kleinen Kreuzer bei den Franzosen? Ich persönlich spiele die Dicken lieber. Nur beide geil. Bei den dicken Kreuzern hast du halt kein typisches Kreuzer-Gameplay, eher Schlachtkreuzer, Schlachtschiff-Gameplay. Mit den kleinen Kreuzern hast du den Inbegriff eines Kreuzers. Musst du entscheiden. Willst du gerne Schlachtschiffe, dann eher die dickeren Kreuzer nehmen. Oh, Kaloi, Kaloi hat nicht mehr so viel Leben. Überlebe, Kaloi, überlebe. Wieder 2 Treffer. Gut, das war der. Ah, ja, Moment. Moment. Das waren ja auch nur 6 Schuss. Ich muss mal wieder erweitern hier auf 12. 1 Treffer. Oh ja, das ist besser. Das ist viel besser. Das ist viel besser. Du kannst, hast halt keine Damage-Spitzen mit dem Ding ohne den alternativen Feuermodus. Du eierst hier rum, du krepelst hier rum mit deinem Damage und hoffst, dass irgendwie mal dann irgendwie ein Abfackler kommt. Oder dass du mit AP vielleicht mal ein bisschen mehr machst. Also meiste mit AP ist ja auch bloß immer Müll. So, jetzt aber. Yes, 11.000 mit AP. Der geht doch. Pandra ist aber auch ein schönes, weiches Ziel. Da macht es natürlich Spaß. Langsamer werden. Er weiß echt, wie man vorhält. Ekelhaft. Gefackelt. Kohle, lieber Pommern oder Kurfürst? Hartschen Packs, brauchst du ein Premium-Schiff? Dann natürlich die Pommern. Bedenke, der Kurfürst ist nur ein Spezialschiff. Da hast du keinen Credits Boost. Da werden bloß die Wartungskosten ein bisschen kompensiert und das war's auch. Da hast du keinen Credits Boost. Mann, du brenn doch nochmal. Du hattest doch gerade gelöscht. Komm schon. Brenn. Und er lenkt weg. Destroyer spotted. Irgendwo da. Und er brennt wieder sauber. Jetzt burn. Burn. Honing hat sich festgefahren oder was macht er da? Keine Ahnung. Fährt wieder vorwärts. Guck mal, Salbe ist raus. Ich kann aber nichts versprechen. Ja, ich guck auch mal. Was schießt denn mal auf mich? Oh, der ist unsichtbar. Er ist doof. Ich hab so ein Stück nach vorne gefahren. Schieß mal hinter ihm hin, falls er weiter rückwärts abhaut. Bleibt jetzt einfach stehen wieder. Und ballert. Und so ist er Jütland, ist genau in dem Moment gestorben. 5 Treffer auf die. Auf die, was auch immer da jetzt im Nebel war, die Groningen. Battleship in the distance. Benüchter. Da kommt AP geflogen, da kommt AP geflogen. Der hatte mich noch gesehen. Ah, lächerlich. Lächerlich. Well done,
Drei Schlachtschiffe stehen, als ob sie gerade gespawnt wären. Ja, du, die hatten Angst vor einer, was war das, einer Alsatz da durchgefahren. Und die, da hat sich keiner von den Zehnern irgendwie was getraut. Oh Mann. Die hatten alle so einen Schiss, das ist gruselig. Und fährt der Neron rückwärts weg? Man weiß es nicht. Und genauso Schiss hatten sie vor der Gauden und vor der Sau. Also ich weiß nicht, was da mit denen los ist. Das ist ja auch gefährlich. Vor allem lebenstechnisch sind die noch alle gut. Der Kufis hat Hälfte verloren, aber die anderen sind alle noch so gut dabei und trauen sich halt nicht. Ich kann den Nepalus gleich von der Seite theoretisch rausnehmen. Praktisch mache ich Abpraller, bei dem passiert gar nichts. Ach Don, Skoy, nun schmeiß ich dort nur was. Nehmen wir diese hinten. Nehme ich gerade verguckt. Ich dachte, der pusht hier in Nepalus, weil der ist noch ein dahinter. Also wenn das jetzt keine Zitter wird, dann weiß ich nicht, der denkt schon voll weg. Alter, wie schnell er bin ich, dass ich ihn hier beschieße? What the fuck? Das ging schnell. Der hatte schon komplett weggedreht, leider. Battleship spotted. Gesehen, die 3000? Das waren 12 AP-Mummeln von mir. Cool, wa? Warte, ich wechsle auch mal auf AP. Warte, jetzt habe ich 2 Abpraller, jetzt habe ich gar nichts gemacht. Ich lade mal wieder HE. Ich habe wieder 5 Abpraller. Ich habe 6 Abpraller. 2000. Cool. Alter, jetzt hat der sich noch leer geballert mit 100 Leben. Alter. Das ist ein Schiff. Der kann ordentlich mit AP arbeiten. Au. Au. Jetzt fahren Monty und die Domo da unten hin. Keine Gegner. Ja, die jagen den Dings hier. Den. Köpppunkte. Die jagen den Flugzeugträger, das checkst du bloß nicht, Niere. Down. Easy. Leb noch. Ich weiß nicht, warum ich noch lebe, aber ich lebe noch. Guck mal, der eine beschwert sich. Ja. Der Fantomer beschwert sich. Er schießt echt gut. Wundert mich auch, dass der so wenig bei mir macht. Der tut mir schon fast leid, aber dann tat es mir doch nicht leid. Nee. Das braucht ja auch nicht leid tun. In der Runde hier nicht, nee. Battleship spotted. Cruiser spotted. Oh, Trippelbrand jetzt bei der Yamato. Tausend bei mir. Hallöchen, Hallan. Also irgendwas. Die Hallan ging bei mir eben gerade erst bei 5,4 auf. Das ist irgendwie. Ja, da war ja auch die fette Insel noch vorne. Das hast du bloß nicht gesehen. Nee, da war keine Insel davor. Du weißt ja, Inseln und so. Hast gesehen? Das waren 2 Treffer. Hammer, wie sein Leben gedroppt ist, wa? Und angeblich treffe ich ihn, aber meine Schüsse gehen durch ihn durch. Okay. Ja, lieber so als andersrum. Ich nicke mal. Nee, ich würde ihn gerne treffen und auch Schaden machen. Du hast gesagt, du triffst ihn, aber deine Schüsse gehen durch. Das ergab ja keinen Sinn. Ja, das ist doch das Problem. Es ergibt keinen Sinn. Ja, aber wenn du durch den Treffer machst, du doch Damage. Ja, und bei mir, ich treffe sein Modell und die Schüsse gehen da durch. Verstehst du? Ich glaube, du hast Internetprobleme heute. Ja, ich glaube, ich habe irgendwelche Probleme. Aber der Ping ist ganz normal. Komisch. Brille richtig rum auf. Da ist er wieder. Ha. Und wie gesagt, ich bin bei mir noch im Nebel und ich gehe schon auf. Das ist richtig geil. Bei mir fährst du da Vollgas wie so ein Irrer. Ja, ich sag ja, aber ich war gerade eben noch im Nebel und war schon aufgedeckt. Boah, yeah, 5000 gedrückt, Nere, den Kriminal. Alles daneben, den Kriminal. Und ich wüsste nicht mal, wie ich hier vorhalten muss, um Schaden zu machen. Das ist halt bescheuert. Ach, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Schade. Aber guck mal, Izumo und Spotty ziehen sich jetzt wieder zurück. GG. We are mighty, but defeated. Okay. 236.000 Damage. Das ist doch super. Holy shit, Alter. Admiral Hipster, du Wahnsinniger. Vielen Dank für deine 50 Geschenke-Subs. What the fuck? Dankeschön dafür. Alter Schwede. Ich glaube, der Alert geht jetzt ein bisschen länger. Moment.
Ausmachen wollte ich nicht. Ich werde mal den Alert, den Sound ein bisschen runterstellen, weil das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen länger laufen. So. Müsste leiser sein. Nö. Überhaupt nicht verändert. Warum hat sich das nicht verändert? Nee. Weil er den Sound direkt... Wataru bei den deutschen Schlachtschiffen zu schliefen. Wenn du ganz masochistisch veranlagt bist, kannst du Richtung Preußen oder Hannover gehen, aber die Hannover sind halt größtenteils Nahkampfschiffe und da musst du wirklich schon ein ganz dickes Fell haben. So. Ich habe den Leuten mal kurz ausgemacht für den Sound, weil sonst wären wir gleich wahnsinnig. Admiral Hipster, ein dickes, fettes Dankeschön dafür. Wird noch schön eingeblendet, alle, die ein Geschenk gesagt bekommen haben, da auch mal dick, fett Danke sagen. Alle, die was bekommen haben. Admiral Hipster, vielen lieben Dank für den fetten Support. Alter Schwede hat er hier reingeballert. Wahnsinn. Merci. Und damit bist du jetzt auch gleich Platz 2 bei den Geschenkesubs dann für diesen Monat. Wenn du auf dem Treppchen bleibst, kriegst du sogar noch was Schönes. Am Anfang nächsten Monats. So, Kaloi, danke fürs Mitkommen. Danke, dass du dabei warst. Jetzt mit dabei, der Ghostbuster. Mich kannst du auch kicken. Unspielbar, sagst du? Ja, du, das macht keinen Sinn. Gut. So, Deathraven, der war jetzt schon so oft dabei. Den nehmen wir jetzt nicht nochmal mit. TNT-Line kommt jetzt mal. Nicht böse sein, Deathraven, und du warst jetzt gleich 2 oder 3 Mal schon dabei. Pacific Cloud. Heftig. Glaube ich nicht, aber heftig. Und vor allem bei den deutschen Schlachtschiffen, sollte man sich für die Richtung zu schließen? Hab ich schon, mit hab ich schon. Achso, hab ich schon. Klick. Aus. So, meine Freunde, letzte Runde. Danach werden wir nachher umschwenken bei 30 Minuten. Mal gucken. Vielleicht wird es eine schnelle Runde. Mach nochmal, hab nichts gesehen. Machst du Auge? Hannover sind die Kreditpunkte einfach nicht wert. Nee, und bei der Klausel wird es genau das Gleiche. Ist einfach nicht wert. Ich meine, der Runde, hätte man jetzt bloß diese eine Runde eben gesehen, hätte sie ja auch gedacht, alter Schwede, das Ding tankt ja weg besser als jedes Schlachtschiff. Die Runde davor habt ihr es aber gesehen, mit dem Ding frisst du auch unglaublich Damage. Macht da auch keinen Unterschied. Ich würde einfach behaupten, der Sandra hat mich jedes Mal richtig blöd getroffen. Oder hat einfach saumäßig Pech gehabt. Kann ja auch mal passieren. Admiral Hipster, nee. Aus dem Nichts einfach so aufgetaucht, weißt du? Weil noch nicht ein Geschenk ist, hab hier reingeballert und jetzt gleich Treppchen hier belegen. Wahnsinn. Menge New im Profil, boah, ist lange nicht mehr drin gewesen, wa? Ja, drücke ich auch nicht weg hier bei dem Presseaccount, wozu auch. Das macht doch keinen Unterschied. Werft und Co. könnte ich ja hier auch durchkaufen, aber wozu denn? Wozu? Sag mal, habt ihr überhaupt einen Spielsound jetzt? Doch, habt ihr, ne? Habe ich jetzt komplett den Sound gekillt? Nee, ne? Willst du auf einem anderen Account? Ja, auf meinem Presseaccount. Weil die Schiffe haben wir nicht auf dem Hauptaccount bekommen. Weil das Auktionshaus ja jetzt noch im laufenden Update läuft und das wäre schwierig geworden, wenn wir da mitbieten wollten. Ne, ist da der Sound. Okay. Minotaurus OP. Jedes Schiff ist OP. Wenn jemand das Ding fährt, wird das auch beherrscht. Oft genug Minotaurus mit einer Salve direkt am Anfang der Runde rausgenommen. Das passiert so oft. So, meine Freunde. 5 Niederlagen, so ein Sieg. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen schöner hinkriegen. Nächsten einen Sieg hätte ich jetzt noch gern. Ich meine, im Groben jedes Mal irgendwie an die 100k Damage reinkommen. Ich meine, die Runde gerade war extrem. Konnte ich Damage farmen ohne Ende. Aber in den wichtigen Situationen war es einfach nur Müll. In den wichtigen Situationen, wo sie hätte liefern müssen, da machst du halt einfach dein Klecker-Damage vorne mit den 2 Drillingstürmen. Und das können die anderen einfach deutlich besser. Weil der Konto bei der Nippel ist, da sagst du, ach du Scheiße, jetzt habe ich den in der Seite drin. Hier sagst du, ja gut, alle 8 Sekunden kommt da so eine halbe Hindenburg-Salve. Yay, cool. Gefährlich. Seit wann gibt es denn Nachmittagsstreams? Nur heute erstmal. Weil wir nachher noch ein anderes Spielchen spielen. Eine Hardcore-Zerstörer-Simulation des Destroyer U-Boot Hunter. Da werden wir einen Zerstörer der Fletcher-Klasse spielen und Hardcore-Simulationsmäßig U-Boote jagen. Und das wird geil. Das wird richtig geil.
Und da Holt Clausewitz und da Larner, oder Dorlana, spricht man so aus, freigegeben sind, dachte ich mir, ey, komm, machst du vorher noch einen Stream? Passt doch ganz gut thematisch. War für die Iowa noch ein paar IP, finde ich amerikanische Schiffe ganz cool. Glaube ich, die machen auch Laune. Durch als Anfänger stellt das Zielen auf 4 Kilometer echt ein Problem. Das Berechnen für Entfernung und Geschwindigkeit ist echt schwer. Christian Odins ist es absolut. Problem ist, richtig berechnen kannst du es auch gar nicht, weil alle Schiffe nahezu unterschiedlich schnell fahren. Was du dir bloß merken kannst, ist eigentlich, wenn du die ganzen Anzeigen hast, so wie ich jetzt hier gerade, bei den unteren Stufen, alle langsamen Schlachtschiffe, die so 20, 25 Knoten im Dreh fahren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel habe, 10 Kilometer entfernt, Flugzeit von 5 Sekunden, dann weiß ich genau, ah, alles klar, Hälfte von der Flugzeit vorhalten. Kann man sich immer ganz gut merken. Dass du dann nicht 5 vorhältst, wie angezeigt 5 Sekunden, sondern den 2,5 vorhältst. Das trifft bei den langsamen Schiffen nahezu immer. Bei den Kreuzern auf den unteren Stufen ja auch, weil die auch meist zu lahm sind. Sonst kannst du immer noch merken, Kreuzer, wenn du einen vor dir hast, der fährt volle Pulle, so vorhalten wie angezeigt, plus minus ein bisschen. Und dennoch bei den Zerstörern, so wie vorgehalten, so wie angezeigt, plus 2. Da musst du noch weiter denn sogar vorhalten. Das ist so meine grobe Rechnung. Aber wie gesagt, es geht nicht immer auf. Es kann gar nicht immer aufgehen, weil die Schiffe halt unterschiedlich schnell sind. Oh, 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 Lion, oh, oh. Jojojo, Mino, ist klar, geh weg. Geh weg. Lion hatte gleich Spaß, Gearing eierte hinten rum. Anrad da, Minnesota Friedrich, die rammen sich da gleich. Ah. Hm. Ich bin schon spotted von der Z. Rückwärts, du fährst rückwärts, dankeschön. So, jetzt gucken wir nochmal. 12 Schuss. Ja, immerhin, da waren wir ordentlich. 7-7, da. Da kann ich mich ja mal gar nicht beschweren. Oh, kacke. Der hat hier echt schon hingetoppt. Das ist jetzt schlecht. Wir gehen leider voll rein. Boing. Au! We are flooding. Als ob der hier blind schon hingetoppt hat. Alter! Das war unangenehm. Wäre ich jetzt nach vorne gefahren, um auszuweichen, dann wäre ich gestorben. Da hätte ich nämlich noch mehr Tops mitgenommen. War die einzige Option. Jetzt einfach das ertragen. Old Granny, die Clausewitz gibt es bald im Vorabzugang. Im Leuchtturm, im Aktionshaus. Und nach der Aktion, nach dem Vorabzugang, in 2 bis 3 Monaten ist sie dann zum Kauf. Our torpedoes have been destroyed. Seek justice. Alter, was ist denn jetzt? Oh. Ah, der Friedrich, genau vor mir. Alter. Der hat doch eben umgedreht und ist weggefahren. Warum kommt der jetzt schon wieder hier angeschissen? Au, 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 au. Cruiser spotted. Wie viel Schmerzen wollen sie hier haben am Anfang der Runde? Gerade so, ja. Wenn sie wenigstens ultra viel Leben hätte, aber sie hat auch bloß ein bisschen mehr Leben als die Hindenburg. Shima down, Shumu down. Nee, das ist nicht spielbar hier heute. Ne. Das ist Schwachsinn. 3 DDs sind tot. Na fucking 3 Minuten, 4 Minuten. 3 DDs! Wow. Das ist unspielbar. Ich spiele wie die letzten Vollidioten. Der eine ist drüben hinter D gestorben bei den Gegnern. Das ist doch irre. Nee. Ich finde hier keine Worte mehr. Der eine DD, der Motz jetzt Dings. Der hat jetzt nicht. Doch tatsächlich. Alter. Lassen wir stehen. Lass. Pass schon. Wir fahren jetzt unser Mach mal, was ist da passiert? Nee, ja, nichts, gar nichts. Überhaupt nichts. Gar nichts. Der eine DD richtet sich über die Minotaur jetzt auf. Thanks for support. Ich bin da ja auch geil gestorben. Rein in die Cap. Oh, scheiße, ich bin offen. Rausgefahren, tot. Ah. Okay. Nee. Einfach ignorieren. Ich spottete die scheiß Mino.
Bestehen wir den Sinn hier in diesem Schiff nicht. Alter, ich hab die ganze Ruprecht verfehlt. Die stehende Ruprecht, nicht eine Wurbel geht rein. Ich verstehe den Sinn einfach nicht. Ich hätte die Hälfte der Nachladezeit von der Hindenburg oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, es macht nicht Klick hier. Du bist doch Ballast für dein Team, wenn du nicht in Neptiscon oder sonst was spielst. Wenn du hier mit der Clausewitz kommst. Du bist doch die Hannover, wenn die Gegner es dazu machen, bist du die Hannover im Team. Ich meine, es kommt immer auf den Spieler an. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ist richtig. Aber ich wundere mich eher, dass das Schiff ein Superschiff, also als Superschiff bezeichnet wird. Naja. Weil das ist irgendwie... Das hätten sie jetzt T11 bringen können. Weiterentwicklung, ein bisschen besser, bla bla bla. Ein Superschiff, da erwarte ich sonst was. Zumal sie ja nur die Messlatte mit Enables, Kondo und Co. extrem hochgelegt haben. Da fragst du dich doch wirklich, was das hier soll. Bei der Clausewitz anders. Sie hat minimal höheres Kaliber, 210 mm. Sie hat eine Deckspanzerung von 50 mm und das war's im Groben. Torpedos on the right. Alle anderen Werte sind nahezu gleich, teils sogar schlechter. Keine Ahnung, wie das Ding hier final werden konnte. Wirklich nicht. Kein, wirklich gar keine Ahnung. Ich meine, wenn sie die anderen Kreuze anpassen, kein Problem. Ja, wie denn? In der Pläne ist die Nachladezeit erstmal halbieren, denn die Hauptbatterie-Nachladebooster wegnehmen? Nicht den Hauptbatterie-Nachladen, den alternativen Feuermodus rausnehmen. Meine ich doch. Dann passt das, finde ich schon. Man muss ja jetzt nicht groß noch rumschrauben. Ah. Wahnsinn. 3 DDs tot in den ersten 4 Minuten. Auf einer T10, T11-Niveau-Runde. T10, T11-Niveau. Die feindlichen DDs, die spielen wie die Götter hier gerade. Ein FSG hätte gut getan. Ja, natürlich, weil das wäre dann auch so ihr Alleinstellungsmerkmal dafür gewesen. Weißt du, was das Traurige ist? Die spielen wahrscheinlich nicht mal wie die Götter. Die sterben bloß einfach nicht in den ersten 4-5 Minuten, sondern überleben einfach. Und das ist die neue Messlatte für DDs. Einfach 5 Minuten und länger überleben. Na, dann bist du schon gut dabei. Ist wirklich so. Jetzt habe ich den Friedrich schon wieder. Und alles daneben. Alter, willst du mich doch verarschen, Alter. Und da kommen die nächsten Torps. Friedrich, mach einen Schwenker. Wir haben die nicht getroffen. Alter. 2-0er Siegmehrwert. Ich treffe hier einen Scheiß mit dem Kahn. Das ist doch verrückt. Und der Torp geht rein. Stem the breach. Hold back the tide. Yeah, damage. Repairs complete. Friedrich, Schliefen und ich ballern auf eine Z-52. Sekundäre von beiden Schiffen ballert los. Und der kommt weg mit 60 Leben. Die er schon hatte, als er zuerst aufgegangen ist. Nicht einer hat getroffen. Keine Murmel, keine Sekundäre, kein gar nichts. Das kannst du mir nicht mehr erzählen. Die Deutschen, die drei Deutschen. Alleinstellungsmerkmal, wir treffen nichts. Aber ihr habt auf deutsches Schiff geschossen. Stimmt, der hat ja auch nicht getroffen. Ist bloß ausgewichen. Flucht kann der Deutsche. Und ich brenne. Ey, das ist Zeit wieder. Los, Minnesota, deine Chance. Pass auf, der rotzt jetzt auch noch voll daneben. Der killt ihn jetzt ohne Probleme. Lol. Oh, Minnesota, ja, der ist gleich tot. Oh, nein, schliefen Sekundäre. Hammerhart und down. Ich kann es ja nicht mehr auf das Schiff hier schieben, aber die Runde in 4 Minuten 3 DDs tot bei 4 DDs pro Seite. Hallo, was soll das? Ich meine, vielleicht morgen Abend vielleicht doch nochmal die Clausewitz und vielleicht dann andere Runden. Alter Schwede. Ja, nee. Ich habe keine Ahnung. Unspielbar, die Kacke. Das ist unspielbar. Ich freue mich schon. Der eine hat deine 300k-Runde mit hingelegt. Das Schiff muss völlig OP sein. Ich freue mich schon drauf. Ja gut, aber das weiß man direkt, dass man da nicht weiter diskutieren braucht. Weil das ist halt, ein merkwürdiger Standard. Ist ja richtig. Wenn einer 300 Karte mit schafft, dann ist es ja OP. Hast recht. Muss man da nicht. Das ist viel zu früh angefangen. Das grüne Team gewinnt auch hier gerade dauerhaft.
In allen verkackten Runden jetzt, die wir jetzt gespielt haben, wird immer unsere DDs sofort weggestorben. Das ist doch Wahnsinn. Team Steiner, die Europäer sind auch Top-DDs. Die Amis kannst du auch als Top-DDs spielen. Die Panadiaten sind Top-DDs oder größtenteils Top-DDs. Selbst wenn Niere dabei war. Warst du zwei oder drei Runden dabei? In jeder Runde ist, wir sind kaum losgefahren, der erste Zerstörer bei uns gestorben. Ja. Wirklich immer sofort tot. Aber es waren aber auch nicht nur Zerstörer, auch Schlachtschiffe bleiben super weit hinten. Ja. Kreuzer stehen an der Position, wo sie direkt rausgenommen werden. Und es ist alles kommt gerade alles so ein bisschen doof zusammen. Das Schlimmste war die erste Runde vorhin hier. Und nach 8 Minuten wirklich 8 Leute von uns schon tot waren, wo wir fast alleine da standen als Stevie. Der Runde, wo ich dabei war, sind auch direkt gestorben. Ja. Das ist verrückt. Das ist unspielbar. Pure Abschlachtrunde hier. Und da muss man aber sagen, eben, wenn man über Zerstörer meckert, spielt selber Zerstörer. Denn dann ist wenigstens einer weniger, der doof in Tod fährt. Das kann ja auch nicht die Dauerlösung sein. Ich kann ja die ganze Zeit bloß mal Zerstörer spielen. Im Endeffekt hast du dann die Teams, die alle auf der A-Linie rumfahren. Dann kommen ja die anderen. Dann kommen ja die Besonderen. Aber 7000 bei der Annapolis. Alter. So meckert man dann wenigstens nicht mehr über die Zerstörer. Ja, meckert über alles andere. Radarschiff, das bei A1 rumkämmt. Schlachtschiffe, die gar nicht in die Richtung gucken. Oder man fährt ja auch dann Zerstörer und direkt in Tod. We are mighty, but defeated. Also in solchen Runden als Kreuzer, ich fühle mich völlig nutzlos. Völlig. Keinerlei. Und vor allem, ich habe ja auch kein Radar dabei. Ich kann ja nicht mal meinem Team groß hier helfen. Ich bin einer der Ersten hier trotzdem. Das ist so verrückt. Alle 4 DDs unten. Ah! Selbst unser Ghostbus, wie fühlt sie an? Ich meine, der stand ja nur alleine da gegen 4 DDs innerhalb kürzester Zeit. Shima Z und Shumu tot in den ersten 4 Minuten. Die Nebulas hat 3 Kills. Ich weiß ja, wer die gekillt hat. Ritter Kunibert, das kann ich aber so nicht. Also das würde ich so nicht unterschreiben. Jedes zweite Schiff hat Radar oder Hydro. Hydro geht auf 5 Kilometer, 6 Kilometer bei den Deutschen. Und sonst müsste dein Tarnwert locker ausreichen, um nicht von der Hydro aufgedeckt zu werden. Also das kann ich da nicht unterschreiben. Und Radar, wir haben die Russen, wir haben die Amis und wir haben vielleicht die Briten. Und das war's von den Kreuzern. Commander, keine United States und schnell ein anderes Schiff wählen. Zack, wir müssen rein in die Runde. Da kam seit Ewigkeiten keine neue Radarlinie. Radarkreuzerlinie. Also das hat damit nichts zu tun. Guck dir an, wie die Leute spielen. Eben, wenn man natürlich nicht Tab drückt und guckt, was sind da für Gegner drin. Wenn man einfach in den Cap reinfährt, frontal reinfährt, in 5 Schiffe, direkt stirbt und sich dann wundert, dass man tot ist. Ja, dann liegt das nicht am Radar, dann liegt das am eigenen Spielstil. Vor allem, das haben gerade 2 bei uns bei dem einen Cap zusammen gemacht. Einer ist vorgefahren, der andere direkt hinter ihm. Der erste dreht weg, stirbt, der zweite dreht weg, stirbt. Beide exakt an der gleichen Stelle. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob die zu viel oder von den kleinen Stufen zu viel immer gespielt haben, weil da kannst du ja überall reinbrettern wie so ein Bekloppter. Da ist noch die Gefahr noch nicht so groß, dass du groß aufgehst. Hier reicht es ja auf T10, T11, das müssen die Leute endlich mal verinnerlichen. Es reicht einmal kurz im Cap gespottet zu werden und du bist tot in Sekunden. Das musst du auch irgendwann mal Klick machen. Ja. Selbst wenn du rückwärts reinfährst. Wenn du Pech hast und einer dich blöd erwischt, dann bist du ja auch weg. Es ist anstrengend, es ist sau anstrengend. Und dann stellt sich vor Gaming da hin und sagt, oh, das Hardcap für die Ds. Das ist 4, aber nach 20 Sekunden, wenn einer suchen muss, machen wir es auf 5 wieder hoch. Wir haben schon wieder 5 von diesen Kackdingern hier drin. Aber da muss ich dann aber auch sagen, das Problem änderst du ja nicht durch ein Hardcap oder durch Matchmaker. Ob du nur 4 DD hast, die da direkt reinfahren und sterben, oder 2 DDs, die direkt reinfahren und sterben. Ist richtig, aber da hast du einen Gedanken, der fehlt dir gerade. Du hast ja wenigstens bei 3 Caps 2 DDs. Okay, deine 2 DDs sterben sofort. Okay. Ja. Hast du aber wenigstens eine Seite, wo deine Kreuzer, Schlachtschiffe etc. theoretisch durchfahren können. Wo sie was machen können. Und bei 4 DDs kannst du an keiner Flanke irgendwie auch nur drüber nachdenken, durchzufahren. Und das ist immer das Problem. Ja, aber das Gleiche kann ich dir doch sagen mit Radar. Als Zerstörer? Ja, nee, ich meine jetzt allgemein mit allen Schiffen. Radar ist mir als Kreuzer und als Schlachtschiff egal. Ja. Bei 4 DDs, wenn 3 sofort sterben, kannst du nichts mehr machen.
Kannst bloß hoffen, dass das ein, dass dein einer DD total enraged geht und alles dauerhaft spottet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Gar nicht möglich. Den hast du am besten noch so eine, ja, ich habe noch eine Delny oder eine Zorki, yeah, geil. Da würde ich sogar sagen, wenn du als letzter DD übrig bist, dann habe ich lieber eine Delny, Zorki, Maso oder sonst was als so ein Standard-DD, der auf 10 Kilometer ran muss, um zu torpen. Weil dann hast du wenigstens, kannst du wenigstens von der Seite nerven. Das tut hier ganz schön weh. Aua, aua, aua. Niemals so eine Yamato unterschätzt. Nee. Auch wenn das frech war, dass er mir in dem Winkel deine Zita geben konnte. Niemals unterschätzen. So, mal gucken. Sigma 2,05. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Pass mal auf. Und? Ach, guck mal. 7 Treffer von 12. Und das, schön. Das, was Gikatsa schreibt, ist auch sehr, sehr wichtig. Eben, man muss sich angewöhnen, auch mit Schlachtschiffen auf DDs mal zu schießen. Und wenn man auch, wie man selber sagt, nur 1000 Schaden macht, Großteil der DDs kann das nicht heilen. Und Großteil der DD-Fahrer sieht, dass sie beschossen werden und drehen direkt ab. Und das ist halt auch viel zu wenig in den Köpfen der Leute. Alter! Geiles Schiff. Macht richtig Spaß. Macht Spaß. Ja, das ist jetzt die Runde. Macht super geil. Es ist total geil. Er schießt und in dem Moment fahre ich erst vorwärts und das Ding geht genau mittig bei mir rein. Bullshit. Hätte ich auch stehen bleiben können, der hätte mich gar nicht getroffen. Torpedos right behind us. Wargaming will mich hier gerade bloß ärgern. Hat er sofort eingelenkt. Und geht trotzdem rein. Torpedos behind. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich kann ihn nicht ausweichen. Ist das bescheuert? Eigentlich ist der erste Schritt gerade. So, jetzt hier, da, Schuss auf den DD. Geil. Bom, 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 bom. Und yes! Durchschlagen, aber kein Damage gemacht. Das ist mal neu. Das ist mal neu. Ah, ne, Moment, war der falsche Idee. Das sind ja zwei. Ah, okay. Ja, das ist ja gleich ein guter Stream. Du, das schüttel ich ab, das ist mir sowas von egal. Bei dem anderen Spiel habe ich wenigstens Spaß. Das hier gerade ist kein Spaß, das ist bloß Schwachsinn. Ja. Maso schon wieder fast down, Yamagiri schon wieder halb tot. Ich meine, sie leben ja noch. Die sind ja noch da. Mal gucken. Wie Minuten. Durch Adrenalinrausch ist das vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ja. Gewollt wahrscheinlich, gewollt. Ja, genau. Kann ich ja mal kurz nicht mitschießen? Die Yamato jetzt nämlich wieder auf mich geht, dann bin ich nämlich gleich tot. Müssen wir erstmal drehen. Müssen wir ein bisschen eindrehen. Und ich bin spotted durch die Z. So viel zum Eindrehen. Hallöchen. Z46. Jetzt den alternativen Feuermodus und gib ihm! Als Superschiff ist man schnell First Target. Hattest du ja gerade das Gefühl in den Runden, dass du viel fokussiert wurdest? Alter! Doppelzieher von Hannover. Und, wie geht's hier so näher? Nö, hab ich überhaupt nicht, gar nicht. Okay. Hab ich kein bisschen. Merk gar nicht, dass ich geschossen wird hier. Ich hab den Fehler behoben. Sehr schön. Was hast du gemacht? In den Windows 10 Optionen, da war irgendwie so Game Unterstützung aktiviert. Okay. Da haben Leute geschrieben, einfach mal deaktivieren und dann hilft das schon. La 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 la. Zumindest in dem Übungsgefecht war das jetzt okay. Sehr schön. Ferbus und Wooster down. Sehr angenehm. Und zwar auch gleich down, weil ich mehrere Zitas die Runde gefressen habe. Ich weiß nicht warum, aber passiert. Aber schon gut Schaden gemacht. Das ja. Du, die macht gut Damage. Wenn du in Ruhe gelassen wirst und ballern kannst, macht Spaß. Aber? es ist situativ zu wenig. Wenn du das mit Kondo und den Nebulas vergleichst. Du drückst den einfach zu wenig. Es kann nicht sein, dass ich auf so einen Zerstörerbus 5000, 6000 Schaden mache und den 8 Sekunden nachladen muss. Ihr Nepalis macht das auch, aber hat die Hälfte der Nachladezeit. Das kann nicht sein. Ja. Dennoch den alternativen Feuermodus. So völlig nutzlos im Vergleich zu der Nepalis. Kennt ihr das, wenn euch jemand sagt, er ist völlig nutzlos und man hat kein Argument dagegen? Man kann nichts. Ja. Das Schiffen beschäftigen, das liegt in der Eigeninitiative der Spieler. Wenn die Spieler es nicht tun, das ist die Schuld des Spielers. Das ist wohl wahr.
Aber, muss man leider dazu sagen, kannst du nicht erzwingen. Im Spiel ist nichts weiter vorgegeben, keine Tutorials, kein gar nichts. Brich vom Entwickler ja auch nicht irgendwie unterstützt. Du kannst von niemandem erwarten, irgendwelche YouTube-Videos, Streams, whatever zu gucken oder irgendwelche Tutorials oder was auch immer. Das kannst du von niemandem erwarten. Manche haben gar nicht die Zeit dafür, die wollen einfach spielen. Es muss vom Spiel so hergegeben sein, dass das Ganze auch irgendwie funktioniert. Alles andere funktioniert nicht. Repairs complete. Den Brand hätte ich mal nicht löschen sollen. Ich dachte, der macht bloß einen Angriff, aber irgendwie ist das eine Midway. Ich tot und down. Und ich brenne wieder. Haha, cool. Our ship is aflame. Ja, mit Tutorials, das haben sie irgendwie nicht so ganz. Das ist nicht ganz nicht so wichtig bei Wargaming. Nee, und vor allem, sie ist es ja immer mehr auf den Schultern der Spieler. Es ist ja immer über den Zerstörern vor allem. Es ist ja immer mehr, was kommt. Zerstörer spielen war noch nie einfach, aber momentan musst du da auf ein Niveau spielen, um überhaupt irgendwie mithalten zu können. Das ist Wahnsinn. Und dann hast du noch so Zerstörer wie die Black da, die ja, jetzt in meinem Nebel, ja, safe, Bumm, Radar auf, kriegst auch noch auf die Fresse. Naja, du kannst von niemandem erwarten, dass jeder weiß, was alle Schiffe mit sich führen. Ja, und deswegen, wir meinen nicht Tutorials auf YouTube, wir meinen wirklich Tutorials im Spiel. Ja, ja. So ein, hey, wir haben gesehen, du hast jetzt deinen ersten Zerstörer gekauft. Spiel doch dieses 10-minütige Tutorial und da lernst du die Grundlagen für Zerstörerfahrten. Und das ist jetzt so doof, es klingt. Mein Gott, die erste zieht er in 2 Stunden. Ist ja ein Traum. Das ist jetzt auch nichts unglaublich Wahnsinniges, was man da anbietet. Sind eben die Grundlagen. Aber, ja. Beziehungsweise ist es nichts Besonderes. Das müsste eigentlich Standard sein. Oder es ist ja in so ziemlich allen anderen Spielen Standard, dass dir erstmal erklärt wird: hey, wie bewege ich mich? Wie haue ich zu? Wie nehme ich einen Heiltrank und so weiter? Und das fehlt ja halt völlig. Bei Wossan, da wird mir auch gerade einmal angezeigt, wie man Bomber fliegt. Kriegst sogar eine Belohnung für. Was habe ich damit gemacht? Immer weggeklickt. Ja, aber es wird ja so penetrant, es auch ist. Es ist ja theoretisch immer, da, ja. Genau, es wird mir immer wieder gezeigt, wenn ich über die Flieger gehe. Wird gedacht, oh, du bist über ein Flugzeug gegangen, du willst Flugzeug spielen. Spiel doch mal das Tutorial. Der stirbt nicht. Und natürlich werden diese Tutorials nicht jetzt komplett alles ändern. Doch. Aber es wäre zumindest mal ein Ansatz. Naja. Wo man sagen könnte, Mensch, sie haben doch die Tutorials, aber die Spieler spielen sie nicht. Nee, gibt's nicht. Der Trend geht leider eher dahin. Oh, ich fang auch mal mit Zerstörern ran. Ach nee, die Low-Scheiße, hab ich keinen Bock. Ich hab so viel Freaks-P. Komm, ich geh gleich auf T9. Den spiel ich dir normal durch. Musst du mich jetzt hier so bloßstellen? Wieso? Das war genau mein Gedanke damals. Echt? Mit der Schabarovs-Linie angefangen. Ja. Ah, ja, mein Gott, aber da kannst du ja andere DD schon. Nee, nein, der Schabarovs war wirklich die erste. Das war mein erster Zehner bei den DDs. Okay. Den Iris bist besonders. Ja, und dann kam wieder weg. Und dann habe ich es auch langsam verstanden. Was viele nicht wissen, ich habe mich am Anfang hier extra runterballern lassen. Wegen Adrenalinrausch. Ich weiß, sieht nicht danach aus. Ist auch nicht so, aber... meine Fantasie. Und die Katze, was du schreibst, ist absolut richtig. Muss aber auch sagen, den Gedanken hatte ich früher auch. Weil mein Gedanke ist immer, wenn ich den Cap hole, ist das Team hinter mir, die sehen dann auf der Karte einen großen grünen Kreis oder blauen Kreis und denken sich, Mensch, wir müssen ja gar nicht rückwärts fahren. Wir können ja auch mal ein bisschen näher ran. Das hat mit Straßenverkehr zu tun. Grün gleich fahren, mit Ampeln. Und wenn, wenn der Kreis rot ist, dann denken die nicht, scheiße, nee, abdrehen und weg hier. Und das, Das ist Wahnsinn. Die letzten 2 Stunden haben wir nicht eine Runde gehabt, wo wir die Caps völlig dominiert haben, außer diese eine Abschlagrunde. Andauernd müssen wir wirklich, die Gegner haben ständig alle Caps und wir müssen versuchen, die Caps immer zurückzukriegen. In bisher allen Runden. Was sagt mir das? Das liegt an mir. Wieder was gelernt. Schlachtschiff spielen. Schlachtschiff.
Ja, wahrscheinlich. Warte, ich hole mein Schlachtschiff Clausewitz. Oh, Yamato, du olle Drecksau. Guck dir das an. Perfekt mittig ins Schiff. Ah, kein Damage immer. Lappen. L2P. Aber schön, dass du den erst schon beleidigst, noch bevor die Sache. Ey, was beschießt du mich hier? Geh doch, seid die Gegner da drüben. Dann macht der 1000 Schaden. Ja, weil ich so geil ausgewichen bin. Ja, zwinker, okay. Zwinker. Einfach weiter. Sei mir gesehen, akzeptiert, ich bin tot. Einfach weitergefahren. Pass schon. Aber nochmal geflamed. Du Drecksau. Was soll passieren? Aber ihr seht es, ihr Damage. Es kommt schon was bei rum. Wenn man denn zum Spielen kommt, es kommt was bei rum. Und jetzt gerade ist auch klar, dass ich jetzt so viel Damage hier farmen kann, weil wir gewinnen einfach ordentlich. Nahezu haushoch, kann man sagen. Und da kommst du dann auch auf so eine Zahlen. Da funktioniert es ja. Ach, jetzt mein Reichweitenflieger weg. Da funktioniert es ja dann auch. Alter Schwede. Was ist mit der Kradowovs-Fahrschule? Nein. Karte 100 Kaffee, nur noch die 300k, dann kommst du in den 300k Club. Nein. Bin mir hier sowieso wurscht. 60k Flak Damage, ihr habt mich lieb. Stubenhocker, was spielst du? Die ist dazu mal. Alter Schwede. Oh, nicht schlecht, dass du die so schön wegrotzen konntest. Mit der Satsuma Flak. Muss man ja auch sagen. Trigger Happy, dafür ein Sub. Willkommen, ne? Dankeschön. Merci, merci. Hätte nicht alle Runden so laufen können. Ich schneide das zusammen. Die eine Niederlage mit den 200.000 irgendwas, die eine ein Win mit 200.000 und dann stehe ich das Ding als völlig OP hin. Hammer. Problem ist bloß, du hast auch in der Runde hier schon häufiger jetzt gesagt, dass... ja, mach ich Mucke rüber. Bisschen Dubstep oder so. Boom, Explosion, zieht das. Bei den zieht das, da drehe ich das Bild dann noch so und Explosion und Yamato-Sound. Geil. Aber ich glaube, am Fazit... Erinnert auch diese Runde jetzt hier nichts. Das genau die gleiche Kacke hätte ich jetzt mit der Hindenburg auch hinbekommen. Das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Genau das gleiche wäre mit der Hindenburg jetzt auch gewesen. So, meine Freunde. Und 75k Fleck Damage, lull. Heftig. Hört überhaupt nicht mehr auf bei ihm da. Ich fahre mal hier cool geradeaus weiter. Die Runde ist, glaube ich, eh gelaufen. Warte mal, ich kann ja hier mal kurz den Autopilot. My light da. Guides me. Steuere mich da mal durch. Bin mal ganz kurz ab. Steuere dich da mal durch. Morschel, Krom geht super. Der war ja Montag ja auch da. Der ist ja immer Montag und Freitag da. Und bei den Streams in der Woche, beziehungsweise dann am Wochenende bei den anderen Streams, ist er da nicht mit dabei. Aber ich meine, das reicht ja auch Montag und Freitag. Und heute ist das so ein bisschen außerplanmäßig, so halb bei Warships. Weil die Superschiffe heute gezeigt werden dürfen. Und ja, waren auch tolle Runden, spaßige Runden. Also gerne auch mal auf YouTube angucken. Na, guck mal, wie glücklich der ist. Ich ja. La 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 la. Wer ist glücklich? Oh, macht das hier so viel Spaß. Erstmal auf geht's, scheiß Runde. Nee, die Runde war tatsächlich ganz gut. 6 Abfackler, die AP hat auch ordentlich reingekloppt. Aber bin sehr verwundert in den anderen Runden vorhin, Boosterbreitseite und Co., dass da keine Zitas gekommen sind. Da war ich sehr verwundert. Beigehabt. Das HE kloppt halt auch rein, aber so nicht beständig genug. In manchen Runden habe ich mit HE fast 10.000 mit der Salve gemacht und abgefackelt. In anderen Runden habe ich einen Treffer gehabt von 12 Schuss. Ganz komisch. Victorious. Ganz komisch. Und Dathal, die Dalana ist auch noch. Oder Dalorna ist auch ein Final. Also die könnten wir theoretisch auch zeigen. Oh, 2-4. Schön. Stubenhocker 2-3. Alter, die Elfer haben hier reingeballert. Meine Freunde. Das war's erstmal zu Clausewitz wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Meinung zu dem Schiff gerne in die Kommentare. Und wenn, eventuell habe ich es ein bisschen zusammengeschnitten, vielleicht habe ich es auch einfach so drin gelassen. Das ist nun mal der Rotz, den wir zurzeit haben in World of Warships. Da kann das Schiff gar nicht so viel für. Das Schiff an sich gesehen, ist tatsächlich aber der schlechteste Kreuzer, den wir, T11-Kreuzer, den wir aktuell haben. Da wird ja auch die Edgar, wenn sie jetzt kommt, nichts dran ändern. Die Clausewitz bleibt da drunter. Sie ist wie eine Hindenburg, bloß minimal besser. Das als Superschiff zu verkaufen, weiß ich nicht, ergibt keinen Sinn, muss man leider so sagen.
Und die Runde allgemeine World of Warships derzeit, also es ist teilweise, was Leute auf ein Niveau ihre Zerstörer spielen. Ich meine, Schlachtschiff und Kreuzer, ich will die jetzt nicht hinstellen, ob das alles Götter wären, die spielen genauso kacke so oft. Aber es ist schwierig, das zu kompensieren. Es ist sauschwer. Wir müssen sie weg von bei T10, T11, von den 12 vs. 12, dass man da dauerhaft 6 gegen 6 spielt oder so oder irgendwas. Aber dieses, oh, es ist, meine Nerven lang. Aber bei 6 vs. 6 ist es ja noch weniger zu kompensieren. Ja, aber dann muss ein DD erlaubt. Dann fährst du einfach durch mit den anderen. Ah, geil. Okay. Also den hast du da auf, den hast du auf der einen Seite da Mogador, auf der anderen Seite hast du den da Shimakaze. Yeah! Und Divis weiter erlauben, ne? Ist okay. 6, 6, ja, 6 Divis, aber 6er Divis. Ist völlig in Ordnung, machen wir. Meine Freunde, das war unsere Folge für heute. Eure Meinung zu Clausewitz gerne in die Kommentare. Kauft es euch nicht im Auktionshaus, viel zu teuer. Später dann, wenn ihr alle anderen Kreuzer habt, vielleicht mal drüber nachdenken. Bewerten, nicht vergessen.